So, jetzt kann ich auch den Chat lesen. Zerfos Keanu. So. Hi Karim, der Boss Salih. So, Zerfos an alle, die schon dabei sind. Jetzt kann ich auch mal den Chat ordentlich lesen. Lautstärke an meinem Fernseher passt auch, schmeckt. Gut. Jetzt müssen wir noch die anderen Chaoten aus der Runde rauskommen. Okay, die sind noch mittendrin. Können ja hoffentlich gleich kommen. Wo sind die Chaoten? Die sind noch in der Runde. Da. Basti, Alex. Und vielleicht spielt der Tim noch mit. Der ist übrigens auch Tim. Weiß ich noch nicht. Ich mache mal eben schnell eine Ankündigung. Einen Moment. Ja, mein Handy ist vollgeladen. Man kennt ihn. Schmeckt. So. Ah ja. So. Instagram. Ich bin heute leider ein bisschen zu spät dran. Sorry. Also ich wollte... Weil ihr wisst es ja noch gar nicht, dass ich streamen wollte. Aber an die Leute, denen ich gesagt habe, ich wollte ja eigentlich schon um 8 wie immer anfangen zu streamen. Aber ich war gerade eben noch bei Mc's. Schmeckt. So. Schnell meinen Basitox-Account einloggen. So. So, jetzt mache ich erstmal eine Story. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Simon in 10 Minuten. Ja, wenn ich ehrlich bin, Simon, habe ich keinen Bock auf Tim Lebonen. Du weißt, wen ich meine. Der ist nämlich auch dabei und dann schmeißen wir den raus, weil mit dem war eh nicht geplant zu streamen. Und Alex und Basti, mit denen zocke ich gern. Aber du kannst theoretisch mitzocken. Komm mal einfach online und dann sagen wir haben mit Simon ausgemacht, okay? Mach das. Gut, weil ich habe keinen Bock auf den anderen Affen. So. Jetzt muss ich mal schnell Basti schreiben, tatsächlich. Und Olli muss ich schreiben. Ich mach Audio. Einen Moment. Hey Basti, mit Alex zocken wir, aber mit dem anderen Affen war nicht ausgemacht. Außerdem kommt Simon noch online. Das passt mir eh besser. Ja, genau. Und der andere soll sich dann einfach verziehen, ne? Also, ja, der mit dem war eh nicht ausgemacht, dass er mitstreamt. Wir sagen dann einfach zu ihm, dass mit Simon schon ausgemacht war. Dunke. So, jetzt an Marco. Hey Ziolo, der Stream ist online. Wenn du so nett wärst, wahrscheinlich hast du eh keine Zeit mehr, aber mach morgen dann. Bitte ein Thumbnail. Ich will die neue Waffe ausprobieren, also irgendwas mit der neuen Waffe. Du weißt, was du tun musst. Der, ich hoffe, man hört meinen Dad nicht im Stream. Bruder. Der ist einfach draußen im Flur. Muss los. Was wollte ich jetzt noch? Ach genau, Insta-Ankündigung. Asozial hoch 10. Nee, Digga, aber das verstehst du nicht. Also es hört sich zwar jetzt immer asozial an, aber ich mag den Typen. Den mag keiner von uns, den Typen. Deswegen, ja. Bei jedem anderen finde ich es asozial, aber der ist irgendwie ein bisschen... Die neue Waffe ist OP. Ich weiß nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe heute noch gar keine Zeit gehabt. Also doch, ich habe Apex gezockt. So, jetzt mache ich mal schon Insta-Ankündigung. Bin in einer Sekunde wieder da. So, 10 Kills, will nicht pushen, ja moin. Die neue Waffe ist OP, das sind doch neue Waffen fast immer. So, wo, Mann, Digga, müssen die denn jetzt so schwitzen, Alter?
Sonst sind die immer so schlecht, aber jetzt schwitzen die. So, dann machen wir mal. Ach, ist meine Story schon hochgeladen? Ja, schmeckt. Da kann ich Account switchen. Mir hat jemand geschrieben. Was Basti beschreibt, das würde ich jetzt im Stream nicht vorlesen, aber ja. Oh, Bruder, nee. Da schaut man mal eine Sekunde eine Story an und dann explodiert gleich das Handy. So, dann kann ich jetzt mal mit allen, die schon da sind, was nicht viele sind, können wir mal einen Skin zusammenstellen. Ich will mal wieder einen neuen Skin ausprobieren. So, jetzt, was nehmen wir? Also, nur die, die mit Favorit markiert sind. Also, die hier unten, die ganzen Affen nicht, die mag ich alle nicht. Nur die, die mit Favorit markiert sind. Sag mal an. Doch, sag mal. Nee, das checkt sowieso keiner. Das ist Insider. Die hier stehen alle zur Auswahl. Genau, bis zu Blaumützi hier unten. Raven, na, das ist gute Wahl, die nehme ich tatsächlich. So, Rückendecker, natürlich auch noch die, die ich markiert habe. Ey, die sind in der Gruppe. Ey, Bozi. Wo ist so Alex? Ey, Alex lädt mich ein. Das ist so ein Hurensohn. Basti, wir sind live im Stream. Könntest du bitte Schimpfwörter unterlassen? Danke. Ich stell mir gerade mit der Community einen Skin zusammen. So, welchen Rückendecker soll ich denn nehmen? Wie gesagt, nur die markierten. Wobei manche sehen halt scheiße aus, ne? Könnt ihr den Raven nehmen? Hi. Wolfschwert. Ja, das schmeckt doch. Das sieht gut aus. So, Simon kommt noch in 10 Minuten. So, dann noch Spitzhacke. Was haben wir hier noch? Ja, einfach wieder irgendeine von den markierten. Ich glaube. Was passt denn zu Raven? Die? Nee. Die wäre ganz gut. Wolf. Achso, nee, das war von vor. Ja, Bruder, ich lese das gleiche nochmal vor. Moment, okay, ja, dann nehme ich einfach die. Die ist auch gut. Ich nehme die Sense. Die habe ich schon länger nicht mehr gezockt. Glider nehme ich einfach irgendeinen zufälligen. Ne, die schwulen Herzen muss ich jetzt mal raustun hier. Ich kann ja Basti behalten. Ich nehme die nicht. Was machst du denn? Skin gerade zusammenstellen, Skin-Kombo. Jetzt schreibt mich Sebi schon wieder an. Simon kommt gerade online. Sebi. Ich krieg schon Raster. Warum denn? Weil mich nervt. Simon kommt gerade online, also wir warten noch kurz. So lange mache ich mal schnell hier. Goldhuren-Ding da spielen. Basti, könntest du bitte aufhören, in meinem Stream so einen Scheiß zu sagen? Ich wusste, dass es ein Fehler ist, halt mit dir zu streamen, du bist wieder hyperaktiv. So, ich halt hier Pocken einfach. Nein, geht die Musik eigentlich oder soll ich irgendwas anderes reintun im Stream? Geschenk für meinen Vater. Digga, das habe ich auch hier. Ich muss nur links vor mir meinen Kasten aufmachen, Digga, und da ist es. Bruder. Was schenkt ihr? Ich? Ja? Fürs Grillen was. Das ist so ein spezielles Räucherding. Okay. Ich bin unkreativ. Mein Dad kriegt einfach Merci, so eine fette Packung, Alter. So, ich bin der unkreativste Mensch, was Schenken angeht, den ihr euch vorstellen könnt. Dafür verlange ich auch selber nichts. Ich verlange nicht, dass ich so viel Zeug kriege. Später. Ja, moin. Kommt Simon jetzt mal oder braucht seinen Toaster wieder zu lang, sein Spiel zu starten? Ja, Hauptsache Marco hat auf meine letzten drei Audios von gestern und heute nicht reagiert, man kennt ihn. Bin ich jetzt eigentlich. Simon, da ist er. Simon ist im Chat. Komm gleich! Du wirst niemals kommen, Simon, so ein Ding ist das. Oh, Alex, Digga, komm mal da. Low. Low, Junge. Er kommt öfter wie du. Das glaube ich nicht. Du bist doch seine eigene Mutter. Also, Basti, du brauchst dich sowieso schon mal gar nicht einmischen, bitte. Ja, yeah. Komm mal, zu spät, gerade noch bei Mackes gewesen, habe ich schon erzählt, auch in der Insta-Story.
richtig ungeplant, Alter. Meine Mutter so, ich so meine Mutter, was gibt's heute Abend zu essen? Weiß ich noch nicht. Und dann kommt sie von so, ja, gehen wir zu Mc's. Ich so, ja, ich wollte dich streamen. Ja, wir gehen jetzt zu Mc's. Ja, moin. Basti? Ja. Weißt du noch die eine, auf der du mich vor ein paar Wochen mit ihrem Instagram-Account, da ist jemand, mit ihrem Instagram-Account hingewiesen hast? Warte mal, mit dem ich gerade schreibe, Tim. Ich schicke dir das kurz. Mit dem schreibt Alex gerade auf WhatsApp, der hat ihre Nummer. Mit der? Ja. Oh mein. Der ist schon viel weiter wie du. Diese ganzen, ja, ich will ja gar nichts von der. Ja, Kappa. Die ganzen, Digga, diese ganzen Fragen da, safe hast du eine davon gestellt. So, jetzt habe ich ihre Nummer auch. Danke, Alex. Dann wird sofort... Tim, nein, bitte lösch die. Tim, bitte. Nein. Tim. So ein Opfer, Alex. Tim, bitte. Niemand, Simon, ist gar nichts für dich. Digga, Tim, lösch das jetzt. Weil ich sie jetzt anschreibe, das interessiert mich nicht, Digga. Was weiß ich, in welcher Klasse sie überhaupt ist. Tim, du mutest dich jetzt kurz? Für den Stream? Mute dich kurz für den Stream? Ja. Hast du? Tim. Ja, du Spaß, das kann ich nicht mehr mit dir reden, du Müllhaufen. Pass auf, du löscht jetzt dieses Bild für dich. Ich kann mich so nicht muten im für den Stream direkt. Lösch dieses Bild für dich, was ich dir gerade geschickt habe. Ja, hab ich. Oh Gott, was da schon wieder mit und du hast die Nummer nicht kopiert. Kappa. Tim, jetzt bitte. Das ist ich hab's gelöscht, Digga, was will ich denn damit, Alter? Schwörst du auf alles? Ja, ich will von der nichts. Was soll ich denn von der wollen? Die ist doch gar nicht, Digga. Schwörst du auf unsere Freundschaft, ich schwör auf meine Mutter. Geh mir nicht auf die Eier. Du schwörst auf deine Mutter, dass du die Nummer nicht hast? Ja. Ach, so hast du aus, dass du die Nummer hier oben bist, du dumm, Digga. Der ist so ein Mongo. Er will mir beweisen, dass er mit dir schreibt und schickt mir so einen Namen mit ihrer Nummer. Warte. Oh Gott. Sein... Du hast es ja scheinbar doch noch, du Pimmelgesicht! Es war ein Scherz! Bist du dumm? Ich glaub's dir nicht. Und das war's komplett, Digga. Jetzt hab ich sie auch. Bruder! Ich hab sie jetzt gelöscht. Alex, du bist komplett raus! Digga! Ich hätte sie nicht an Basti geschickt, wenn ich ihm nicht vertrauen würde. Ich vertraue euch aber nicht. Hey, ich hab die Nummer, ich hab sie jetzt gelöscht. Ich hab sie nur Basti geschickt. Was er jetzt damit macht, ist seine Sache. Alex, du bist aber strunzdumm, dass du uns das schickst. Ja, hallo, so ich denk da noch nicht nach. Och, Junge, hättest du... Digga, das ist das Erste, wo ich nachdenke. Das schwert sich aus oder Katz raus, aber Digga. Ich schwör's raus. Ich geh raus. Wieso ist es eigentlich... Alex, ich hab es gelöscht. Wieso ist es eigentlich so schlimm, dass ich die habe, hä? Als ich gesagt, ich soll sie keinen weiterschicken. Das ist ja gerade aus Versehen passiert. Das ist ja nicht mein Problem. Sie schaut gerade so den Stream. Hoffentlich. Ich hoff's nicht. Alex, aber was willst du denn von der, Digga? Ich geh'n Scheißdreck an. Digga, ich glaube, die ist sogar in der siebten, Junge, oder? Oder ist sie in der achten? Und auf der Realschule. Bruder. Ey, ich hab die neue MP. Okay. Sehr arrogant, du. Was hat er gesagt? Ja, Basti, entweder du löscht es jetzt und schickst mir von Screen, dass du es nicht mehr hast. Oder ich geh raus. Und, Digga, jetzt heul doch nicht rum, Alex. Wie wenn wir jetzt. Digga, was soll ich denn? Erstens mal, was soll ich damit jetzt anfangen und was soll Basti damit anfangen? Also, es wundert mich jetzt, warum es sich darüber so aufregt. Das check ich auch nicht. Was ist sein Problem? Hat er jetzt Angst? Also, Digga, dich kennt er schon ewig und ich werde es auch sicher nicht weiterschicken, weil ich kein blöder Affe bin, Alter. Und doch, Sebastian. Und doch. Ich schreibe jetzt mal was. Und wenn du diesen Rat nicht befolgst. Rat. Dann haben wir ein richtiges Simon Problem. Simon ist sowieso komplett raus. Wir wissen kennt alle, die Person überhaupt. Wer breiter und wer stärker keiner von uns. Ihr wissen, wer der Stärkste hier ist, ja, dann redest du von mir, oder? Nee. Digga, ich kann euch beide am Boden halten, wenn ich will, ne? Ich hab vielleicht null sportliche Leistung oder Ausdauer, aber fett bin ich trotzdem, um euch am Boden zu halten. Ich hab auch die neue Waffe. Wobei, fett bin ich nicht, aber ich bin nicht schwer genug. Lebendige Dampfwalze, Digga. Und Basti hat Spaß gemacht, mit dem anderen zu zocken. Willst du dich im Stream dazu äußern? Im Hintergrund hat er so Country-Musik oder was auch immer das ist, lauf
getroffen. Wenigstens, Frosty, sei froh, dass er sich nicht im Hintergrund eingewedelt hat. Das hätte er auch machen können. Und dröhnt, das ist nicht mehr normal. Digga, ich hab Ohrenkrebs. Lies dein WhatsApp, Basti. Genau, Basti, lies dein WhatsApp. Er ermordet dich sonst, wenn du das nicht löscht. Ich wette, du hast ihm jetzt so, du Hurensohn, löschest oder so geschrieben. Ich beleidige grundsätzlich nicht, weil es bringt, da kommt lies mal, lies mal vor, was er geschrieben hat, was. Nein, was denn, das macht dann erst recht ein Problem. Ich schreibe dir an und sag, ich soll sich den Stream angucken. Ey, ich lefte. Ich meine, Alex, ich hab es gelöscht. Chigo. Ich schick dir sogar Beweis, ich kann dir mein gesamtes Album schicken. Ja, das ist sicher nicht nein, du. Nein, das bist nicht du, Tim. Doch, hast du selber gesagt. Oft genug. Nicht mehr. Seit ich wieder ein bisschen aktiver spiele, bin ich immer noch besser wie du. Ich hab gesagt, du bist der Beste von den anderen Affen. Du lässt dich von Basti konen, also sei leise, Tim. Ja und, das war auch das Einzige, was Basti im ganzen 1-1 konnte. Sonst habe ich ihn zerstört. Conan ist eine Art, das. Lern erstmal bitte Deutsch, danke. Ja, und eine Art des Disrespects, das heißt noch lange nicht, dass er besser ist wie ich. Simon, wollen wir duschen? Gerne. Boah, ja, ihr seid so ein Kindergarten schon wieder. Was hab ich denn bitte gemacht? Ich hab ja, Simon Mann nicht, aber okay. Alex und Basti. Simon, ja, das reicht ja. Eigentlich tatsächlich schon. Oh, Digga, diese Kanonen, Junge. Bohnen, Junge. Ich muss zwar meinen Chat lesen. Was will er mit der Nummer anfangen? Meinst du jetzt, wer will was mit der Nummer anfangen? Alex meinst du jetzt? Ja, aber was Alex minus. Will ist doch klar, Digga. Freundschaft minus. Freundschaft minus, Spaß. Digga. Nein, Digga, Alex steht wahrscheinlich auf die. Keine Ahnung, Digga, ist mir doch egal. Scheiß, Tuta. Hey, Simon, kennst du nicht Käsepunkt aus dem letzten Stream? Wie läuft's, Simon? Den Stream guck mal nach. Nein, Spaß. Digga, das ist, der heißt Keanu und der war beim letzten Stream zufällig dabei, ist auf unseren Stream gestoßen, durchsuchen, weil ich einer der einzigen auf YouTube war, der John Wick-Modus gestreamt hat. Und dann hat er uns gefunden, hat uns abonniert und dann habe ich mal mit ihm gezockt. Das war's. Story Tim, of my life. Ich schreib jetzt was, wenn du mir den Gefallen tust, Chris, bist du nie einmal und kriegst Geld von mir. Warum den Gefallen? What the fuck, was ist das denn jetzt schon? ich werde dir keinen blasen, Alex, also das kannst du vergessen. Nicht. Bitte klär sie mir für dich. Ich krieg Geld. Digga, vor allem, weil ich jemanden klären kann. Wahrscheinlich steht da jetzt so. Wahrscheinlich jetzt so. Geh dich umbringen oder so. Nee. Warte, Tim. Wir müssen in die Zone, by the way. Oh, Bruder. Ach, nö. Digga, diese Windtunnel nerven manchmal echt. Wie fliege ich am besten? Na, das war ein Mega-Mall vorbei. Mega-Hot. Basti, was will Basti mit der Nummer anfangen? Gar nichts. Ich habe sie einfach bloß Basti geschickt, um Alex zu verarschen. Nee, Basti kann mit der Nummer gar nichts anfangen. Er schreibt sie sicher nicht an, weil er kein Mongo ist und seine Liga kennt. Und hier und ja, wobei Basti kennt gar nichts, aber. Ja, nee, weil keine Ahnung, was Basti mit der Nummer anfangen soll. Und du liest jetzt bitte nicht laut vor, was ich dir gerade geschrieben habe. Ich hab's noch nicht mal ich flieg gerade rum. So viel Professionalität müsstest du haben. Ich hab Professionalität im Stream. Aber ich bin keine professionelle Alex. Hör auf mich so hin. Okay, lassen wir das. Professionelle Dinger. Ich gehe jetzt erstmal hier auf den Berg und jetzt lese ich. Jetzt warte, jetzt mache ich Stream Pro Player, warte. So. So. Jetzt lese ich mal Alex Stream. Alex Nachricht durch. Tim, ich töte dich. Bla bla bla. Okay. Digga, Alex, ich kann das nicht. Ich bin dazu unfähig zu. Also, Digga, ich werde. Dann frag Simon, ob er es dann im Nachhinein kurz machen kann. Bitte, Tim. Oh, lol. Ich hab gar nichts gesehen, Digga. Sag mal leise, was ist denn? Digga, ist halt wie am Schwipp des Schwapps. Ich hab ewig editieren geübt und alles, das muss ich jetzt können, Digga. Ich hab Spielwiese Triple Layer geschwitzt. Ich kann zum ersten Mal in meinem Leben Triple Layer. Tim, ist das möglich? Na, ich sterbe trotzdem. Jetzt nerv mich nicht, Alex. Nicht mitten im Fight, Alter. Wir können uns gerne danach mal unterhalten, aber ich häng fest. Ja, ich kann nichts machen, ich häng fest. Scheiß Wand da, Digga. Digga, also Neustart werde ich ganz bestimmt nicht, Alex. Das steht fest. Simon, du bist scheiße.
Was ich hab das gehört, war ein guter Witz. Das war ein guter Witz. Digga, Alex, erstes Mal checkt keiner, worum es geht. Und was, Digga, als, wieso soll sie jemals unseren Stream schauen? Digga, entspann dich mal. Keiner weiß, worum es geht. Du, ich und Basti. Und vielleicht Simon. Aber wenn Basti ihm die auch geschickt hat. Ich aber keine sonst, Ahnung, über welche ja, Person auch redet. Gut. Also guck, keiner weiß irgendwas. Also ich glaube nicht, dass irgendwer sich dafür interessiert. Wir haben nicht mal einen Namen gesagt. Ich könnte ja verstehen, wenn Simon, ich den Namen Simon, kannst du bitte mal sterben? Ich habe jetzt schon 8 Milliarden Meter hochgebaut. Wo bist du denn? Ja, für den Moment mich selbst umzubringen, weil ich ein Ehrenmann bin. Ach so, ja, warte kurz. Ich sag kurz meine Skills, so, Kappa. Okay, dann bring dich um. Digga, wenn ich... Pass, guck mal. Simon, du stirbst. Ja, guck dir mal... Ja, ihr guckt mir beide zu. Wenn ich diesen Move schaffe, mich jetzt da rein zu katapultieren, dann bin ich doch, dann bin ich John Wick Sinugos Vater. Interessiert mich nicht. Ja. Krasser, ja. Warte. Toll, das kenne ich, hätte ich auch gekonnt. Was, warum lachst du? Weil er ein Merten ist. 5 HP, ich hol die noch alle. Ja, mach das. Rasier sie alle, Alex. So, damit wir jetzt mal von dem Scheiß wegkommen. Damit Alex sich nicht mehr aufregt. Ich habe das Ding jetzt gelöscht. Und ich kann ihm auch einen Screenshot von meinem ganzen Album schicken. Warte, Alex, schicke ich dir sogar. Du hast Albums verdeckt. Du hast Nein, Albums ich habe keine Alben verdeckt, Basti. Ja, so weit gibt... noch traurig, Tim. Ich meine, Tim und ich sind ja Freunde. Nein, nerv mich mal nicht. Nerv mich mal nicht. Aber nicht darüber, sondern andere Alben. Nein, ich habe keine Alben verdeckt, was sie auch auf Scheiße in meinem Stream zu erzählen. Das stimmt wirklich nicht. Das hat er mir letztens sogar gezeigt, der Tim. Danke, Alex. Wenigstens sagt einer mal hier die Wahrheit. Guter Witz. Basti, kannst du es bitte Warte, ich schick dir mal schnell meine Alben, warte mal. Ich glaube, Junge, ich hab schon längst gelöscht, what the fuck? Dann schick mir einen Screenshot davon, so bitte mach den Tim. Warte mal, WhatsApp Images, hier, so, warte. So, 3 Screenshots, einmal an Lalex schicken. Teilen, WhatsApp. Alex, so, die mach diesen hier. Ups, ich habe aus Versehen Ö geschrieben. Warum habe ich ein Ö, Digga? Ich bin aus Versehen auf eine falsche Taste gekommen. So, damit wir jetzt mal von dem Scheiß wegkommen. Hat irgendwer, ist gefühlt keiner im Chat, aber hat irgendwer ein Thema, worüber wir sprechen sollen. Irgendwas Interessantes. Ich kann von mir aus sogar die Person, über die er die ganze Zeit redet. Nein, das sagen Danke. Wir dir nicht im Stream, Simon. Ja, du konntest mir auch was einschreiben. Klar, dass du dann vorliest. Ach, sieh da. Ja, du sollst mir das schicken, was du von Tim gekriegt hast, du Vollidiot. Was hab ich denn bekommen? What the fuck? Tim hat sie doch geschickt, du loster Schwipplig. Ach so! Lost. Bro, ich bin gerade echt lost. Warte, Simon, ich schick... Warte mal, Simon, warte. Hat Basti durch Zufall auf Instagram gefunden. Stark, Digga. Bin stolz auf dich. Ich geh ihm kurz was zu essen. Bin auch stolz auf Basti. Und nochmal danke, Tim. Basti, bist du auch mal aufbereit oder so? Da, Simon, ich schick dir Instagram-Profil. Ja, Was meinst du mit geht? Ach, ob die... Also, ob, ja, ich hier, habe ich dir einfach geschickt. Viel Spaß, schwippel dir drauf ein, mir auch egal. Viel Freude. So, wo ist Basti? Jetzt ist er kacken gegangen, oder was? Was hat... Herr Fitzi ist da! Was hat Alex für Probleme? Okay. Wie geil. Was, ich soll eine Story raushauen? Was für eine Story? Erzähl mal, irgendwas, ich habe zu bestimmt allem möglichen eine Story. Digga, diese Fragen, die ihr da stellen in dem Ding. Geiler Pulli, wow. Interessiert überhaupt niemanden. Ich muss auch mal so eine Fragerunde auf Basitox starten. Nee, also wir wollen hier jetzt nicht Montes Story in meinem Stream, ne? Danke. Wir können uns Elotrix Story anhören. Oh. Du weißt schon welche. Wir schauen uns nicht Elotrix an. Du bist so lost, Basti. Das ist so geil. Ja, du hast mir gerade was geschickt und das hast du wieder gelöscht, Basti. Sehr stark. Wie Sabrina und Verena jetzt einen Privataccount haben, muss los. Wissen wir alle. Was? Diese Isabel spielt.
Ja, moin! Du bist so dumm, Alex, jetzt hast du den Namen gesagt. Du bist der, ja, du bist echt so dumm. Ja, du bist echt der grenzbehinderte Mensch. Voll Idiot, das ist nicht mehr. Also, es ist nicht normal, wie dumm du bist. Basti, vielleicht schreibe ich auch gerade mir komplett anders, um den es gerade gar nicht mit der Nummer geht, ja, aber komm. Ja, klar. Ich kann dir sogar schicken, dass ich mir ich hab den Account gerade jetzt erst gefunden, also ich kann auch gar nicht akzeptiert worden sein. Ich kann dir sogar das Bild schicken. Ja, super, habe ich gerade erst gemerkt. Habe ich mir jetzt angeschaut, Basti, und ja, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Basti, soll ich dir schicken, dass ich mit mir anders schreibe? Hm? Oh, jetzt Kindergarten, hier hört mal auf, niemand schickt jetzt irgendwer was. Ich verstehe gar nichts. So, wir hören jetzt auf mit den scheiß Stories. Ich hab's gelöscht, Basti hoffentlich auch. Wenn nicht, ist er ein kleines Kindergartenkind. So. Ich hab's gelöscht. Junge, ja. Was soll ich denn damit? Gar nichts, der einen drauf schüppeln, weiß ich nicht. Ja, genau, ich schüpple mir auf der Nummer. Was wollt ihr denn da, Alter? Ja, ich hab die Nummer. Oh, was wollt ihr denn da? Könntest du bitte aufhören, meinen Stil zu stöhnen, danke. Direkt Profilbild stalken. Das schreibt Kern auch schon. Isabel? Fragezeichen. Ach, Alex, du bist so ein Low. Hoffentlich geht er mit dir. Ne, warte mal, hier, Keanu wohnt, glaube ich, ganz woanders wie wir, stimmt. Ich werde seinen Wohnort jetzt nicht sagen, weil wir wollen ja nicht hier, dass Leute im Stream davon erfahren, aber ich bin ja auch ein vorbildlicher Streamer. Aber er wohnt ganz woanders wie wir. Sagen wir so, nicht in Bayern. Bayern, da gibt's zwei Würste und Leberkäs. Das passiert, wenn ich versuche, bayerisch zu reden. Digga, was ist denn hier passiert, Junge? What the fish? Bruder, keine Ahnung. Bruder, ach nö, ich bin so schlecht in dem Spiel. Ach nö, jetzt kann ich mich irgendwo hier reinbauen, Junge. Och, hier ist auch noch... Digga, meine... lustige Story wollte irgendwer hören. Ich war heute bei Meckes und, das ist eigentlich keine lange Story, das ist 3 Sekunden. Ich habe einfach, das ist auch hauptsächlich eigentlich für Basti und Simon lustig. Ich habe einfach so richtig die ganze Zeit irgendwelche Schwippelsachen gesagt, so schwipp, schwupp, und meine Eltern die ganze Zeit haben darauf so geantwortet, schwupp, schwapp oder so eine Scheiße. Meine Eltern sind übel. Meine Eltern sind übel auf dieser Schwippeltour. Wenn ich Bohnen sage, sagt mein Vater Hund. Für die Leute, die im Chat sind, das ist jetzt nicht, weil meine Eltern geistig behindert sind. Was weiß ich, wenn ich das erzähle, könnte man das denken. Nein, es gibt so einen Sonderling in unserer Klasse, der heißt Flo und der sagt halt dauernd irgendeine unnütze Scheiße. Das drückt tatsächlich gut aus. Ein Sonderling drückt's gut aus. Und der sagt dauernd irgendeine unnötige Scheiße, so wie Hund und Bunin. Die ganze Backstory werde ich jetzt nicht erzählen, die ist zu lang. Auf jeden Fall, hier, den verarschen wir halt immer so ein bisschen zum Spaß. Ist ja auch eigentlich unser Kumpel. Und das haben wir unseren Eltern irgendwann mal erzählt und die finden das auch alle übel lustig. Ja, und deswegen sagen die das immer. Auch Bastis Eltern, ne? Basti, dein Vater hat auch irgendwann mal Bunin gesagt oder so. Ja, aber er hat, also vor allem, er hat, also das Legendärste, was er je gesagt hat, er hat zu mir mal gesagt, ja, Digga, du hörst jetzt um 10 Uhr, oder keine Ahnung wann, hat er gesagt, sie hört Gegner um 10 Uhr auf und ich so... Und ich Gegner hab so gesagt, Tim. Ja, wenn ich da jetzt nicht aufhöre, was passiert dann? Und dann, ja, dann schwippelt's! Hier ist eine Boss-Truhe und hier ist immer noch ein Gegner. Hier gibt's Döner. Och, Junge! Der ist immer noch bei mir. Ganz schnell, bitte. Ja, da ihn. Denn Dad ist einfach eine Legend. Ich glaube, ja, das Beste, was bei uns immer war, wir haben mal durchs Haus mit Triple-Lauten kommuniziert. Ich habe von meinem Zimmer aus dem Keller so hochgerufen, Hund. Dann höre ich meinen Dad so vom Erdgeschoss, Bunin. Und meine Mutter so aus dem ersten Stock, seid mal leise, ihr Schwippels. Das war so geil. Gasgranaten oder... ich nehme die Gasgranaten. Gegner, Gas Gegner ist besser. Wo sind Gegner, Simon? Bei mir. Wo bist du denn? Ich bin im Baufight. Ach, Alex ist tot! Wie low. Ja, ich hab mich umgebracht. Hä, wieso? Damit du mit der anderen flirten kannst, oder was? Ja, damit ich euch zugucken kann. Ach, Simon. Du willst nämlich was? Hoffentlich will er dich finishen, dann kill ich ihn.
Ja, will er nicht. Aha, man kennt ihn, er hat sich weggebounced. Hat ein 35 Geld? Hier außen rum. Ist mir zu kritisch. Ja, hier sind wieder hoch, auch wieder größter Schwitzer, Digga. Oh doch. Oh, Digga, jetzt. Wo krieg ich denn da und Damage? Ich check's auch gar nicht. Jump Head Action hoch, hab auf ein. Geht's. Hab einen genockt. Ich check nicht, wo die sind, ich verstehe es nicht. Ja, Digga, nee, ich hab keine Lust mehr ohne Spaß. Ich schreibe jetzt meinen Vatertagszettel. Och, Junge! Och, Mann, ich habe auch keine Metz mehr. Das ist mein Tod. Ach, stimmt, Vatertag, Simon. Ach, stimmt, morgen ist Vatertag. Und Simon, was hast du für dein Date? Ich habe mit meiner Schwester einen Kuchen gemacht. Oh, das wird ja was, wenn er Kuchen macht. Ups, na, das wollte ich ganz bestimmt nicht. Simon, die Leute wollen nicht irgendwie an Lebensmittelvergiftung oder so sterben, sondern die wollen einen schönen Tag haben. Das wollte ich jetzt extra nicht sagen, Alex. Aber das war das, was ich dachte. Oh Gott, ich habe keine Mets mehr. Ich bin so schlecht. Ich glaube, es hat auch Tim Interesse daran, dass der Stream danach gelöscht wird. Nee. Weil das halte ich nämlich jahrelang nach. Das ist mir scheißegal. Was, aus welchem Lebensbereich soll ich deine Story erzählen? Oder habt ihr irgendeine Story, die interessant ist? Um es würfeln. Hey, das wollen wir nicht wissen, Simon. Story, um es oft, wie du das machst. Wenn ich mal vielleicht so groß bin wie Monte, dann kann ich über Schwippeln reden, weil dann schauen mich die Leute trotzdem. Aber jetzt kann ich nicht über Schwippeln reden im Stream. Das interessiert die Leute auch, also im Gegensatz das, zu Fallout. Das ist ja das Traurige. Schwippeln interessiert die Leute. Ja, es ist so. Hast die Pumpen. Pumpen, ja. So traurig. Die Story hast du mir jetzt immer noch nicht gesagt. Super. Ja, ich werde sie dir im Stream jetzt auch nicht erzählen. Ja, sollst du auch nicht. Was ist los, Alex? Pures Gold? Sein, ja. Da laufen wirklich viele Noobs rum. Pures Gold. Das ist der Torheim vom Meckes. Ich habe auf meinem Vatertagsgeschenk vorne drauf geschrieben auf das Kärtchen für den wendigsten Dad der Welt. Checkt er doch nicht mal. Doch, das kennt der checkt das. Digga, ich war am Muttertag so unkreativ, ich habe einfach zwei Gutscheine gemacht. Also ich hatte noch was Süßes, aber ich habe zwei so Gutscheine gemacht, so für so richtig low, wie damals, wenn man so klein war, so im Haushalt helfen oder so eine Scheiße, weil ich absolut keinen Plan hatte, was ich mir schenken. Ich wollte halt nicht nur irgendwas Süßes schenken, dachte ich, sowas schenke ich jetzt. Aber ich weiß halt auch nicht, meine Mutter hat alles, was sie möchte. Ja, ich habe sie doch nichts wünschen hören, außer ein Fiat 500 und den hat sie jetzt bekommen. Chillig, ne Basti? Warte. Jetzt hat. Auf jeden. Mama, schreibt ihr schon wieder. Geht dich nichts an. Nicht, dass ich wusste es. Nicht, dass dich angeht, wollte ich sagen. Nee, die nicht, Basti. Nee, die will ich nicht. Die ist hässlich. Sie ist für dich da. Ja, also, weiß nicht, was ich dazu immer noch sagen soll. Bändig. Nicht mehr so, Basti. Oder was? Moment. Aggressiv. Soll ich eine Schulstory? Jetzt, Chat, hilf mir doch mal, Alter. Soll ich eine Schulstory erzählen? Das ist einfach sehr weird. Hab Bock mehr oder was? Aber ja. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen weird. Was ist weird, Basti? Deine Mutter. Deine auch letzte Nacht. Ja, komm, wenn ein Low-Spruch von dir kommt, dann kommt auch ein Low-Spruch von mir. Ganz ehrlich. So ein Low. So aus dem Kont. Wenn man. Okay, ich sag's jetzt nicht. Du hast gesagt, weird wie dein. Alles im Chat. Hä, was? Hier Keanu und ich glaube zwei andere Leute, aber ich hab jetzt gerade keinen Überblick. Ich hoffe. Wahrscheinlich kennt Tim gar keinen davon. Ja, hä? Ist doch mal gut, wenn ich mal keine Leute aus dem Chat kenne. Dann sind die wenigstens neu auf dem Kanal. Tim. Gib die Ska her. Das ist alles golden. Entspann dich mal, Alex. Das ist eh alles golden. Gib den Slurp her, Tim. Sein Kenner. Ich find meine Pumpe in dem Monat.
Das ist meine erste Pump in dem Modus. Erwartest du, dass es hier 30 Millionen Pumps gibt? Es gibt eine einzige Pump, die golden ist. Glaubst du nicht, dass du die jetzt gleich findest? Na, ich hab die aber gefunden. Warte. Entschuldigung. Ekelhaft. Ja, Digga, die Cola drückt, Digga. Außerdem ekelhaft, Digga, wie wenn du noch nie gerübst hättest. Ich riech durch den Kopfhörer. Aber Hauptsache bei Monte im Stream regst du dich dann über sowas nicht auf. Ich will Monte Streams hier angucken. Und Monte hat auch ein bisschen mehr Abonnenten als du. Das ist nicht mein Scheißproblem. Doch. Ich hab ein Rift to Schwip. Na klar, das wollte ich auch mit dem Bogen natürlich. Alter. Knallverwalter. Super. Toll, Alex. Wieder mal ein wertvoller Beitrag zu unserem Stream. Eine Schulstory, was gibt's denn Witziges zu erzählen? Hier ist ein Biggie und ich hätte noch Minis in einer Welt. Ich hab einen Rift to Swap. Also, du hättest eigentlich auch den Slurp, den du genommen hast, der eigentlich mir gehört hat. Alex, wie wär's denn, wenn ich auf die Nüsse gehst? Aber zum Deck, saugeil, also wie Ostsee heute den Korb von Triple bekommen hat. So geil, ich feier es immer noch. Ach das, ja, guck mich überhaupt nicht. Er ist Ostsee. Basti, also ich weiß nicht. Mal, wer das ist. Ja, schick ihn mal, ich hab jetzt keinen Bock zu schreiben. Kannst du es dir denken? Nee, kann ich nicht. Das kann man sich überhaupt nicht mehr erschließen, Basti, also das ist schon ein bisschen zu weit hergeholt. Okay, stimmt. Voll Idiot. Das ist schon weit hergeholt. Mhm. Wenigstens ist es nur weit hergeholt. Weit runtergeholt. Ah, oh, genau, das wollte ich jetzt nicht sagen, du Mülleimer. Ich hab gerade gesagt, wenigstens ist es nur weit hergeholt. Und dann hab ich überlegt, ob ich sagen soll, nicht weit runter. Aber dann hab ich mir gedacht, nee, das ist zu niveaulos und dann bringst du ihn. Wie seid ihr dumm, den hab ich doch gerade gebracht. Nein, du hast gar nichts gesagt. Doch. Nein? Doch! Dann warst du gemutet, du hast gar nichts gesagt! Scheiße! Fuck! Wir sind so im Arsch! Warum? Scheiße, Digga! Warum? Digga, hör mal auf, so zu lachen, was ist denn? Abi schreibt mich gerade an, bei euch schwimpelt's auch gerade so ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Geil! Stream lags, das kann aber nicht an mir liegen. Bei mir läuft es einmal frei auch, wenn ich an meinem Tablet gucke. Schwippel's aus gerade. Wie ist Digga? Schwippel ist gar nicht im Haus, Digga. Ohne Spaß. Digga, wenn die wüsste, Alter. Schaut ihr gerade den Stream, Basti? Ja, anscheinend. Oh nö. Ja, hat man. Oh, Alex. Oh, Alex. Warum auch nö? Oh, Mann, Alex. Alex, reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen jetzt. Du musst wann jetzt wir, gut performen. Wann haben wir schon mal weibliche Zuschauer, Alex? Geh deine Haare hoch und streng dich an. Spaß. Ja, alles sind durchgegelt. Sagt dir der hier in Jogginghosen sitzt und mit dem übelsten Monte-Outfit. Ja. Facecam. Ja, die Leute können froh sein, dass sie keine Facecam haben. Manchmal streame ich auch in Unterhosen. Ja, Digga. Geht's wieder auf Monte. Digga. Monte streamt auch immer in Unterhosen, ne? Und ja, bei mir der Monte oder so. Oh nein, neben mir steht einfach einer. Ich hab einen Jumpscare. Ich kann nicht atmen. Ich hab einen Jumpscare. Nee. Komm. Von irgendwo wieder. Von irgendwo aus dem Wald. Streamlag, also wie gesagt, Streamlaggen kann ich an mir liegen. Ich hab gutes Internet und außerdem läuft bei mir alles gut. Snipe mich. So ein Müllgame, Digga, von irgendwo. Die stehen hier übel im Wald, Alter, ein ganzer Waldsquad. Die leben im Wald, das sind so richtige Hinterwäldler, ganz ehrlich. Bruder, er ist ein 8 Uhr in der Spielwiese, what the fuck? Er ist ein... Digga! Basti, reiß dich mal zusammen, was geht ab? Er steht um 7 Uhr auf, sagt seiner Mom, dass er krank ist, geht nicht in die Schule und ist bis jetzt in der Spielwiese 101 und weiß, was ich und Bart. Guck mal, wie er da unten rumsteht. Schau mal, Stream, wie der da unten rumsteht. Was macht der da? Gold-Modus, Digga. Was macht der da? Alex, wo bist du? Das ist ja so ein Witz, das ja, geil. Ganz ehrlich.
Geil, Digga. Da muss ich los. Richtig also, geile da, Runde. Ja. Da verlasse ich jetzt will das ich öfters Match. Haben, ich auch. Nein, tust du nicht, Basti. Oh, bin doch. Auch raus. Ja. Digga, die kriegst du niemals, Alex. Das sind 3-4 Leute und die sind die ganze die Tag in Spielwiese. Die sind im Squad einfach, für Ding qualifiziert. Werden. Alex, das Ding ist halt, oder allgemein, ja, was nervt an Fortnite, dass einfach die Leute, diese Spieler haben null Mechanics, sie haben keine Ahnung von Game Sense, sie haben null Aim, nichts. Ich möchte nicht behaupten, dass ich jetzt gutes Aim habe oder so, aber ich habe wenigstens ein bisschen Shooter-Verstand, so, und schon ein bisschen Erfahrung vor Fortnite gehabt. Und die Typen haben null Plan von solchen Games und die schwitzen einfach nur den ganzen Tag in der Spielwiese rein und können einen damit killen. Das ist echt traurig. Ich juck mich nicht. Leftet alle, komm. Digga, ja, jetzt hol doch nicht rum, Alter. Spann dich mal. Ich hab irgendwas bekommen. Jetzt sind sie bei mir. Kyo, stimmt. Digga, wer war das nochmal, der mir weiß machen wollte? Wer war nochmal, der mir weiß machen wollte, dass das keine Katze ist, Digga? Das ist ja mal sowas von eine Katze. Ich muss mal an meinem Handy gucken. Was wäre das, eine Katze? Ja, dieser Kyo auf Battle Pass Stufe irgendwas. Da wollte mir irgendwer in den Kommentaren so weiß machen, das ist ein Zebra. Vollidiot oder so? Ja, natürlich ein Vollidiot. Hä? Warte mal, safe ist es jetzt irgendwer, den ich normalerweise mag. Deine Mutter? Also, oh, Vollidiot. Nee, meine Mutter wird es nicht sein. Die kommentiert nicht. Die hat nicht mal unseren Kanal abonniert. Die weiß nicht mal, wie YouTube funktioniert. Was ist YouTube? Ja, das ist tatsächlich so. So ähnlich ist meine Mutter. So, das war hier, oder? Hä? Da, Raffi hat geschrieben, Kyo ist ein Zebra. Raffi! Ja. Eindeutig eine Katze, aber es ist, sieht man noch, die Ähnlichkeit mit einem Zebra ist auch verblüffend. Ja, viele Streifen. Ich meine, das hier ist auch ein Zebra, sieht man noch, und das ist auch ein Zebra. Und das ist sowieso, das ist ein Bär. Und und das lebt auch. Das hier lebt. Das ist einfach ein Lebewesen. Das ist eine Giraffe. Und das hier ist ein Hund. So, genau. Und genau so ist es. Hund. Digga, meine Mac ist Cola ist leer. Jetzt habe ich nichts mehr zu trinken. Belastend. Jetzt müsste ich wieder Jungs, aufstehen. Was für ein Scheiß. Raus, ich muss schwuppeln. Basti, was zur Hölle? Ach, wieso bist du raus? Bist du dumm? Wieso musst du jetzt nicht schwuppeln? Basti, du gehst jetzt nicht kacken, du bleibst jetzt da. Was machst du denn? Warte. Drück doch auf bereit, drück doch einfach auf bereit, du minderwertiges Stück Erd. Jetzt krieg ich gleich wieder eine WhatsApp mit irgendeinem dummen Bild. So ein Arschwachsinn. Kein Wort. 3, 2, 1. Kein Tim, du schickst mir. Basti, du schickst mir auch. Es ist wahrscheinlich über nichts Interessantes. Safe wieder voll der minderwertige Kack. Basti, was? Ach, Basti, ich wollte mich gerade aufregen, dass er nicht bereit macht. Digga, ich krieg nichts, Basti. Hast du schon geschickt? Insta. Ach, Digga, Insta. Als ob ich jetzt auf Insta gehe. Oh. Was denn für. Alter, hör auf, bitte in meinem Stream zu stöhnen, danke. Oh, der. Das ist schlecht, Basti. Digga! Der Bundes, oh Gott. Oh, fuck. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Es schmeckt. Nee, also es schmeckt halt Digga, nicht mal. Du musst mal schauen, wem das Foto alles gefällt. Sauge. Weißt du, wem das Foto auch gefällt? Ich weiß schon, wer da alles abonniert hat. Warte mal. Rewe, Digga. Gefällt. Basti, schick mal. Digga, wundert mich. Rewe, Digga. Rewe. Wie hast du überhaupt gesehen, dass das Rewe gefällt? Ich meine, ich sehe ja nicht mal. Also, du musst dich da durch 5000 Leute durchklicken, Digga. Als ob ich dann da genau Rewe finde. Ach so, ja gut, Rewe habe ich nicht abonniert. Ich habe halt quasi gar keinen abonniert. Nur unseren eigenen Kanal und Trimax. Ja, und Monte. Basti. Ja! Da sind schick Basti, mal, du Jan Merten, Basti, das Traurige ist, da sind mehr Jungs dabei als Mädchen. Ja, ist halt auch so. Vor allem, ihr Kommentar darunter macht gar keinen Sinn. Also null. Hä, doch?
Ja, nee, komm, aber was, das macht's allgemein. Da, Digga, da müsste sie schon Typ sein, Digga. Damit das funktioniert. Okay, stopp. Das macht keinen Sinn. Digga, ach genau, ich hab jetzt ein Thema. Da ich ja eh bei Meckes war, es gibt ja Leute, die hassen Meckes so. Zum Beispiel Monte meinte letztens mal, Meckes kann er nicht, oder letztens, keine Ahnung, wie lange das her ist, er kann Meckes nicht ausstehen. Was sagt ihr so zum Thema Meckes und Burger King und so? McDonald's ist geil. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist ungesunde Scheiße. Ja, haben sie auch recht, aber juckt mich ja nicht. Es ist trotzdem. Ich muss sagen, ich habe mich in den Jahren ein bisschen von dem Fastfood in Richtung... Ja, jetzt geht er wieder auf also vernünftig. Alles, was außer Döner, habe ich mich vom Fastfood irgendwie ein bisschen entfernt, keine Ahnung. Jetzt geht er wieder auf vernünftig. Alles geht schon klar. Was dir auf zu lügen, Digga, so ein Müllhaufen. Hä, was denn? Jetzt muss er wieder auf vernünftig tun. Nee, ich sag ganz offen, also wir gehen jetzt natürlich nicht andauernd zu Meckes, aber hin und wieder kann schon mal vorkommen, dass wir auch mal zu Meckes gehen und hier wieder... Hier ist jemand, der auf mich targetet. Ist doch geil. Also ich mag Meckes. Am liebsten ist mir halt Burger King. Auch wenn bei denen oft so dieses ganze... Hier ist übrigens ein Sniper, eine goldene. Ja, auch wenn bei denen oft so dieses ganze gesundheitliche Zeug angeprangert wurde, aber die haben auch extrem aufgewertet die letzten Jahre und seitdem, ich finde die einfach geil. Burger King kann man sich schon mal geben. Und Meckes auch. Was sagst du so dazu, Alex? Ne. Super. Tolle Aussage. Das war dein ganzer Beitrag, oder wie? Ja, ich finde Mac ist geil. Okay, ich bin Burger King. Aber noch andere Sachen geil. Das weiß ich auch. Bei mir ist auch einer. Und ich habe keine Shotgun oder sowas. Ich komme mal zu euch. Oh, schießt ein anderer! Der ist irgendwo im Haus, der Typ, und irgendwo draußen, auf der Straße, beim Eiswagen und überall. Scheiße, jetzt brauche ich Hilfe. Digga, glaubst du, wir sind nicht hier im Stress? Wo sind die denn jetzt? Ha, hab einen, der ist raus. Bau doch, du Jan, mir hat ein Stück Erdschwippelschwappel. Ich hab einen geholt, mit Bogen. Ja, wow, ist so lächerlich. Wir treffen die denn da? Fliegen. Digga, ich treffe ihn auch null. Ich hab low HP und die gammeln da. Dann hab noch einen. It's Bertie. Der eine revived den. Na, der eine gammelt da noch. Ich dachte, der revived den safe. Digga, da ist ein Baum, Digga. Warum ist denn da der Baum? Der ist raus. Jetzt hab ich aber langsam ja, oder? Wow, Digga, ich hab den so assisted. Ja, komm, Alter. Ich hab allen gegeben. Ich hab jedem einen Bogenschuss gegeben. Ich brauch unbedingt Minimoon, bitte, danke. Und ich brauche erstmal jemanden. Das ist meine Mann Basti. Mann Basti! Oh. Hier will ich mein goldenes Sniper, viel Spaß. Basti! Mein Basti! Ich will erstmal Alex jetzt. So. Was hast du gemacht? Hä, was? Ich hab gesagt, ich hole jetzt erstmal Alex, hab ich gesagt. Danke. Burger King besser als Meckes, ja, da gebe ich dir recht, Kerno. Das ist absolut meine Meinung. Wo? Oh. Ich wurde gesnackt. Wovon, wo? Bitte einbauen. Von wo denn? Was? Sag doch bitte erstmal von wo. Ich hol dich jetzt nicht, wenn du von wo. Digga, man sieht doch bei der Damage. Okay, Norden. Ja, warte kurz. Norden, der sitzt hinter dem Auto und ist absolut lost. Der ist schlecht, als fuck, hab den. Das war Stefan, Digga, der ist wie mein Dad. Stefan. Wahrscheinlich war es mein Dad sogar. Er hat uns gestreamt, Kappa. Ich hab nichts gelost, Gamer. Was brauchst du denn genau? Ja, ich hab das Gefühl, dass sie irgendwie ein bisschen gestört hat. Ich brauch jede Moon und die Pump, die mir Basti genommen hat. Dass sie gestört sind? Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wenn du uns anschaust, bist du selber schuld. Nein, Spaß, aber ein bisschen. Basti, kann ich bitte die Pump haben, die du mir genommen hast? Ich hab auch keine. Kampfschrotflinte hast du, Basti. Alex, was wolltest du denn jetzt von mir? Muni, Metz, was brauchst du denn? Ja, Moon. Moon, ja, von was denn? Ich brauch die selber. Alles. Wow, Basti, das war meine, du Vollidiot. Da ein klein bisschen noch. Und Shot Moon, kann ich dir alle... Brauchst du Shot Moon? Ach so. Sniper Moon. Nein, Alex, bitte, die gibst du wieder zurück, danke. Simon, komm mal her. Da. Ich hab 61, ich hab keine Sniper. Danke, Basti. Ich wollte Shot Moon, weil ich hab einen Bogen. Gib mal bitte Schwung über Muni. Nee, ich hab Alex schon gegeben. Ich bräuchte bitte Shotmoon. Ich hab nicht genug, aber ich hab einen Bogen. Simon. Shotmoon, hab ich 12.
Ach ja, warte, bei Tim durchwürfelt. Ja! Wenn du sie direkt gib mal bitte Sturmgewehrmuni. Ich hab dir 12 gegeben. Mir! Los, Simon, nein, wird das ja, heute da noch was? So, was machst du als Sturmgewehr? Mein Gott. Ah, okay. Ja. Wir sind halt ein bisschen sind wir gestört. Aber wir versuchen uns auch zusammenzureißen. Nimm das Ganze mit Humor. Wir sind natürlich nicht wirklich so. Also doch schon, aber. Klar, wie gesagt, wenn man unseren Stream schaut, ist man ein bisschen selber schuld. So, warte mal, eine kurze Frage. Hat wer Medkit, Verbände oder Blue Life? Medkit habe ich 2, ja. Passt ja, bin ja auch gestört. Ja, das ist in Ordnung. Alter, Hauptsache, weißt du was? Hauptsache wir streamen und dann kommt direkt einer rein, Digga, und geiert darauf, dass ich ihm was schenke. Er schreibt, es ist Alessio Gamer D. Hab eine Frage. Bitte könntest du mir meinen Lieblingstanz Elektro-Swing schenken, darf kein Geld ausgeben. Ich würde ihn sogar wahrscheinlich schenken, weil ich eh genug V-Bucks habe und ich die nie ausgebe für irgendwas. Aber ich kann nicht schenken, weil ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe. Und bevor jetzt irgendwer ankommt, ja, warum machst du dir die nicht? Kann ich nicht, ich bin nicht bei Epic angemeldet. Und bevor dann wieder irgendwer ankommt, fragt, hä, man muss doch bei Epic angemeldet sein. Ganz, ganz dumme Story bei mir. Als ich Fortnite angefangen habe an der PlayStation, ganz am Anfang hat man noch zur Auswahl bekommen. Ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so. Basti, was sagst du dazu? Du hast doch später erst an der PlayStation angefangen. Muss man sich anmelden, oder? Bei Epic. Ach nee, du hast ja eh einen Account. Ja, ich hatte... Ja, du hattest einen Account. Nee, aber am Anfang wurde halt zur Wahl gestellt, ob man sich anmelden muss oder nicht. Und ich damals so richtiger Pleb, keine Ahnung, was ist Epic Games, habe ich mich gefragt. Ich so null Plan, ich wollte einfach nur Fortnite zocken. Ich so, okay, mache ich nicht. Und da stand dann so, ja, wenn du das einmal nicht machst, kannst du dich nie wieder vor mir, Gegner. Kannst du dich nie wieder anmelden. Und ich so, ja, juckt mich nicht, ja jetzt. Bin ich nicht bei Epic angemeldet und werde das auch nie wieder können. Ja, das ist die Story auf meinem Leben. Auf meinem Leben, bester Engel. Natürlich gibt ihm wieder den Headshot. Ey, dieses Spiel ist so broken lost. So wie du. Oh, neben mir! Spielwiesenschwitzer! Spielwiesenschwitzer, Alarm! 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 Alter, er hat Spielwiese trainiert! Zu viel in seinem der Leben. Der fällt erstmal runter, der kleine Co. Hab einen. Der hat zu wenig Freunde. Alarm. Ich kann nicht bauen. Er will die Falle platzieren. Oh, Digga, selbst Simon baut besser als ich. Hat 2 Hits. Alarm. Wo Alarm. Ist er denn jetzt? Ich check's nicht. Unten. Digga, ich geh gleich so, Alter, ich... Alarm! Ja, bei mir. Neben mir aber und schottet mich wieder, die lächerlich, Digga. Digga, ja, wie kann ich euch denn alle holen? Was ist der denn für ein Erd? Ja, er ist white. Ich bin down, wow. Gut, dann lese ich jetzt den Chat. Was ist der für ein Fixer? Junge, ich bin auch selber low. Was meinst du, Keanu? Was bist du auch nicht? Ach, Digga, nee, ich hab keine Lust, ohne Spaß. Er hat zu wenig Freunde, er hat zu wenig Freunde. Wenn er zu wenig Freunde hat, hat er zu viel Zeit, Fortnite zu zocken und ist ein zu großer Schwitzer. Das ist eine logische Schlussfolgerung, oder, Leute? Du redest zu viel, Tim. Ich bin Streamer, ich muss reden, ich muss die Leute unterhalten, auch wenn mein Geplapper die Leute nicht unbedingt unterhält. Aber wenigstens nerv ich die Leute. Du bist auch nicht angemeldet, ja. Beste Erklärung, ja. Man kennt die. Nicht. Können wir bitte nicht mehr pures Gold zocken? Das ist irgendwie Loader-Modus, weiß ich nicht. Alle ballern einfach nur mit ihren Waffen rum und ist ein richtiger Kindergarten irgendwie. Na komm. Wenn keiner dafür ist, dann bleiben wir in Golden-Modus. What the fuck, Alter? Ich meine, ich habe mir den Weltpass am Anfang angeschaut, aber den habe ich nicht mehr im Kopf. Den braucht Alex mit seinem Suppenhuhn. Ja. Und Gacka-Schritt. Den werde ich mir sowas von reintun, den Emote. Könntest du bitte Musik ausmachen in meinem Stream? Danke!
Zeit ist schon im Game drin. Schild wieder. Nein. Ich bin in der Lobby. Warte, ich muss kurz liefern. Ich auch. Ah, jetzt bin ich im. Ich auch. Hallo. Also wenn du mein Gesicht anschaust, wirst du gestört. Welches Gesicht? Bastis, ja, vielleicht. Und mit ihr hättest du sogar recht, weil Basti ist eher eine sie als ein er, aber. Wen meinst du denn? Digga, Bruder, ja. Jetzt Einladungsbären. Ist sind halt sogar alle in der Runde drin, passt eh. Digga, ja, also. Ich muss das jetzt deaktivieren. Digga, hör mal auf, mich mit Einladung voll zu spammen, du Mülleimer. Mitteilungseinstellung. So, ja, hier, Keanu, mach grad einen auf Kindergartenmodus. Spamm mich mit Einladung voll. So. Jetzt habe ich das erstmal deaktiviert. Ja, das bin ich. Hehehe, das sieht man halt nicht mal. Lull. Wo ist Simon? Ich bin in der Runde. Ach so, ich bin der. Warte mal, ich bin der Gelbe. Wer fehlt dann? Dann fehlt Basti. Wo ist Basti? Ach, Basti ist da ganz hinten. Basti ist da ganz hinten. Digga, Basti, was machst du denn? Schon wieder zu viel Zeit mit Schwippeln verbracht oder was? Immer, damit kennt er sich doch aus. Wenn ich die Sky jetzt nicht kriege. Ah, oh, gut. Ich hol mir kurz das Lama. Ja. Mach das, viel Spaß. Viel Erfolg. Oh, ich habe eine Pump gefunden zum ersten Mal in dem ganzen Game. Ich kann nicht bauen. Nade Launch. Ja, was kann ich Basti jetzt in meinem Haus? Danke Basti für die Ska, aber. Basti, könntest du bitte mal sprechen? Lebst du noch? Nein, ich glaube, er schreibt mit Schwüppel oder so, keine Ahnung. Nee, doch eher mit Flo, oder? Ja, keine Ahnung, ist für mich fast das gleiche. Ha! Irgendjemand da. Ist überhaupt nicht das gleiche, aber ja, sieh mal. Das ist eh nur Müll. Gefühlt. Ja, Simon, ist auch wieder in Ordnung. Hauptsache, die Wand ist aus Stein, aber sie gibt Metall. Macht Sinn. Wie still es auf einmal ist, wenn Basti nicht mehr da ist. Digga, Basti, was ist denn mit dir schief, Alter? So ein Mülleimer, Digga. Wetten hat sich so aus Versehen gemutet. Ja, ja, safe. So wie du letztens und ist zu blöd, sich zu entmuten. Ich hab nicht mehr gewusst, dass man sich muten kann. Ja. Also für den Chat mal kurz, war. Das, da gebe ich jetzt keinen großen Kommentar dazu ab, weil Simon kann die schwierigsten Programmiersprachen, die sich der Mensch so vorstellen kann. Und keiner von uns normalen Menschen versteht, was er da schreibt. Er ist der Beste in Informatik mit Abstand, aber er kann sich nicht muten. Kann er nicht. Kann er nicht. Er wusste nicht, dass es diese Funktion gibt. Ja, keine Ahnung, was das ist. Möchte ich mal kurz betont haben. Nur weil ich programmieren konnte, was nicht, dass ich Fortnite auswendig kenne, okay? Mann, das hat nichts mit Fortnite zu tun, außerdem... Doch, selbst nee. Fortnite, wo man sich in Fortnite muten kann, hat für mich sehr viel mit Fortnite zu tun. Du kannst dich in sehr vielen Spielen muten. Ja? Du mutest dich ja nicht in Fortnite, du mutest dich über dein Mikro. Bist du dumm, Simon? Nein. Bist du irgendwie geistig behindert? Auf Mute drücke... Fortnite gibt es keine Taste mit Mute. Ist doch jetzt komplett egal.
Auf jeden Fall hat Simon vom PC an sich eigentlich übel Ahnung, aber das weiß er natürlich wieder nicht. Das hat nämlich wenig mit dem PC zu tun. Ach komm, Simon, jetzt geh mir nicht auf die Nüsse. Das ist doch egal, Simon. Ich hab den Leuten jetzt erklärt, was du für ein Müllhaufen bist. Ja, und das. Sei doch mal nicht so anstrengend. Anstrengend. Find's lustig, dass Alex da sagt: Basti, hör bitte auf zu tanzen und entmute dich lieber, du Müllhaufen. Ja, nimm das Medkit mit, hopp. Nimm es mit. Ja, er will mich nerven, kann das sein? Ja, das ist ach, echt. Basti, könntest du bitte mit uns sprechen, weil sonst fliegst du nach der Runde raus. Müllhaufen, Digga. Wahrscheinlich schreibt jetzt so, mein Dad hat das Internetkabel rausgezogen. Nee, aber sonst könnt ihr doch noch spielen. Ja, ja, schon kosten. Klar. Ich weiß, es war ja auch nur ein Scherz. Warte mal, ich hab mir gerade geschrieben. Schlechter Scherz. Ich weiß, das ist meine Stärke. Ich höre euch nicht mehr, warum? Ah, Basti schreibt erst in unserer Lobby, aber nicht in unserer Gruppe. Ah. Natürlich. Schöner Prank, Basti. Jetzt entmute dich einfach und nerv uns nicht. Es ist wirklich so, er ist geleftet. Das ist ein Bug. Überhaupt nicht. Er ist nicht mehr in unserer Lobby, spielt aber diese Runde noch mit, weil es ein Bug ist. Weil das Spiel nicht mitgekommen ist. Hä? Ja, klar, ja. Er ist kurz vor der Runde geliebt. Aber war dann, also ist aus der Lobby geliebt, aber war. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr. Ja, gibt's Sinn. Warte, ich geh kurz im Ding. Oh ja, okay, jetzt macht sogar eigentlich. Ich geh kurz in Party, der Basti sich in der Party verliebt wird. Warum gehst du denn auch in die Party, Digga? Da können wir Simon noch gar nicht mehr hören. Ja, ist schon klar, oder? Ist ja auch wieder besonders, dass Simon der Sonderling keine Playstation hat, sondern am PC zockt. Dann könnten wir alle über ja, Party ich reden. Nur für eingebende Playstation gekauft, das ist doch. Das hat Basti auch gemacht. Ja, aber ich bin kein Basti. Außerdem, Simon, ich dachte, du zockst doch andere Games. Ich zocken konnte, wenn ich es für 0 Euro zocken konnte. Oh. Was hast du gesagt, für wie viel Geld zockst du, was hast du gesagt, gibst du aus? Ja, keine Ahnung, so viel wie eine Playstation das kostet. Wie viel war das, Simon? Ich glaube 400 Euro. Ja, 20 Euro kriegst du jetzt keine Playstation. 400 Euro. Gut, damit so viel hat sie zur Veröffentlichung vielleicht gekostet. Welche Playstation ist es denn? Die Playstation 25 oder so? Ja, ja, Alex, aber die PS4 hat zu dem Start der Veröffentlichung schon an die 400 gekostet, oder nicht? Ja, ist schon klar, aber jetzt, lang kostet, nicht mehr. Die kostet doch jetzt 200, oder? Ich gebe mal den 200 bis 300 höchstens. Ich gebe mal den 50 Euro dafür aus. Ich weiß gar nicht, wie viel meine gekostet hat. Also meins war wirklich die. Also meins ist wirklich die Bauernversion von der PlayStation. Ich habe noch die PS4, die noch mit. Oh, mit 400 GB, meine ich, Speicherplatz hat. Ich habe dieses Royal Bomber Set da damals. Warte mal, ich muss mal schnell gucken. Einen Moment. Ah, nee, warte mal, wenn ich. Oder, warte mal, nee, den Speicher kann ich checken. Ich darf bloß nicht meine Internetverbindung testen, sonst kappt es einfach den Stream. So, meine PlayStation hat exakt. Ja, 400 GB, genau. Mehr Speicherplatz habe ich nicht. Das ist doch irgendwie viel. Nee. Bist du dumm, Simon? Wenn man viele Games hat, ist das gar nichts. Meine 400 GB sind eigentlich immer voll. Ich muss immer wieder Games deinstallieren und neue, wenn ich mir neue installieren will. Nur weil du nur ein Game hast, Simon. Ich zock vielleicht auch mehr als Fortnite. Ich habe auch andere Hobbys, weißt du? Ich zocke in der ganzen Nacht nur Fortnite. Ja. Was machst du denn? Schwüppeln oder was? Ja, das habe ich mich sowieso schon mal gefragt. Was machst du den ganzen Tag? Du zockst eigentlich quasi fast nie Fortnite. Du hast keine anderen Games. Und Hausi machst du ja wirklich auch nicht wirklich viel oder lernst irgendwas. Was machst du den ganzen Tag? Bist du den ganzen Tag durchgehend am Schwüppeln oder was? Ja. Nein, Spaß. Ja, nee, traue ich dir halt zu. Das ist das Ding. So ein Ding ist das. Digga. Basti macht irgendwas. Warte mal. Basti hat irgendein Emote. Simon, bleib halt mal stehen jetzt und hör mal auf Basti, hat irgendein Emote gemacht. Hä? Mach nochmal Basti. Es ist der, ich muss gleich auf die Emote. Warum schießt der denn? Ah, er will Munition für AR. Digga, da braucht er doch nicht schießen. Es reicht doch, wenn er die AR rausholt. So ein Müllhaufen, Digga. Er könnte mir auch an der Playsee schreiben.
auf WhatsApp schreiben. Hä, warum habe ich denn den Sonnenschein, Lull? Hä? Hä? Ah, ich kann. Ah, ich kann Emotes imitieren. Wie geil, Lull. Wusste ich gar nicht. Das ist ja eine geile Funktion. Kanntet ihr das schon? Was? Welche Funktion? Wenn Basti ein Emote macht, kann ich den imitieren, obwohl ich den jetzt gerade nicht ausgewählt habe. Ach so, also da ja, macht okay, mein Charakter den einfach, das ist ja richtig entspannt. Digga, das kann ich noch gar nicht. Ich muss übrigens nach der Runde auf. Digga, der Nächste, der wieder sagt, ich gehe jetzt. Ja, nee, bei Fortnite bei mir zu viel Daten zieht, jetzt kann ich es gleich nicht mehr spielen. Musst du ins Bett. Hä, was zur Hölle? Ich check's gar nicht. Warten sich doch null Daten. Die Internetverbindung ist so ist gerade so schlecht. Wie Daten? Dass das Spiel zu viel zieht. Da liegt eine Pump. Ja und? Hä? Nerv mich nicht. Hast du keinen. Hä? Was zur Hölle? Du zockst über Kabel, oder? Der andere Tim. Was? Wie was für eine Internetverbindung habt ihr denn? Also wie viel? Wie schnell? Ja, den wollte ich nicht. Das ist ein Schlürfer oben. Ja, ungefähr 3K Gigabit Internet. Simon, das könnte ich dir jetzt aber auch nicht bei. Also ich weiß dass ich Gigabit Internet habe, aber Digga. Ja, aber so ungefähr, Alex. Immer ja, du das analysiert hast. No. Ja, man sollte vielleicht ungefähr wissen, zumindest. Ja, sollte man schon ein bisschen wissen, so wenigstens was man so, hat. Ja, das ist ein Gegner. Ungefähr. Irgendwo. Wahrscheinlich, Simon, Alter. Wahrscheinlich hat der Kilobit Internet. Ja. Ja, Simon, du brauchst gar nicht lachen, du hast auch Kilobit Internet. Gefühlt. Da ist ein Gegner bei mir. Wo denn? Digga, warum bist du denn auch da, Junge? Und ich werde wieder gesniped. Alex, du bist out of zone, ne? Ich komme da jetzt nicht ganz zu dir runter. Ich versuche die Typen zu holen, die dich snipen, aber... Digga, warum... Was macht er denn da? Die sind so lost, die Typen. Die Typen, die Alex snipen, sind so lost. Safe Falle, 3, 2, 1, tot. Der ist raus. Die sind wirklich schlecht. Da habe ich nicht mal eine Belohnung verdient, dass ich die gekillt habe. Ja, kommt mal einer zu mir, das sind zwei Leute, die sind easy. Ach so, du bist down! Digga. Du bist so lost, denn du passt nie auf, was links. Ja, ich hab vielleicht gerade gegen Gegner gefightet. Mann, wo kommt er denn jetzt hergepimmelt, Alter? Och nö! Och Junge! Ja, wo seid ihr denn jetzt beide? Ja, super, finish das eigentlich. Ja, komm, Alter. Wo kommt er denn jetzt schon wieder? Das ist doch auch schon wieder lächerlich, ganz ehrlich. Ja, also Simon schauen wir nicht zu. Basti schauen wir auch nicht zu, aber es gibt keinen anderen mehr. Ja, super. Aua, Basti. Was machst du? Basti, wo ist dein Aim? Er hat kein Aim. Ja, Simon, sagst du, der gerade übel im Baufight verkackt? Ja, komm. Basti riftet weg, ne? Basti riftet einfach weg. Ich stirb trotzdem. Alter, der hat Stock gekriegt. Was hat er gekriegt? Stock. Was ist das denn? Ja, es geht los. Ja, super, Alex. Das, ja. Selbst Keanu schreibt Lusche. Er bleibt einfach stehen. Dann schreibt er es auch noch falsch. Luche. Luche. Ja, Alex, als ob du jetzt echt raus bist. Ja. Tim schreibt, du sollst ihm antworten, Alex. Ist mir scheißegal. Gut. Lass ihn mitspielen. Dann hast du das auch gehört, Tim. Ist Alex scheißegal. Wegen ihm bin ich gerade gestorben, weil du mich 8 Milliarden Mal eingeladen hast. Ich über den halben Bildschirm nichts gesehen. Hey, wo ist Basti denn jetzt? Ach so, er ist ja aus unserer Gruppe. Wenn du mich einmal einlädst, Tim, und du siehst, dass ich gerade in der Runde bin, dann werde ich sicherlich jetzt nicht die Runde leften. Wegen Schwippel. Wer ist denn noch so online? Sevi laden wir ganz bestimmt nicht ein. Oh, ihre genommen. Ja, okay, ciao. Little Xbox ist on. Den laden wir auch ganz bestimmt nicht ein.
Kommunikation war da, Jungs. Papa. Tschüss. Aber krass. Ciao, ciao. Tschüss, Basti. Hey, ich schreib dir jetzt da noch ein bisschen was, ne? Hey, warum ja, musst du auf? Lenk ihn nicht vom Stream. Weil Fortnite so viele Daten zieht, dass nichts mehr geht. Hä, das macht doch gar keinen. Ich check sein Problem nicht. Was soll denn sonst gehen? Du zockst jetzt Fortnite. Hey, was interessiert? Du kannst nichts anderes im Haus mehr machen, Tim. Und? Kann man bei ich mir auch nicht, wenn ich streame. Nein, du Vollidiot. Ja und? Hä? Meine Eltern bringen sie auch nicht auf. Wenn ich streame, kann man bei uns auch nichts mehr machen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist nebenbei den Stream auf 144p gucken, damit ich die Kommentare das lesen kann. Nicht mal mehr der Fernseher, du Vollpfosten. Oh, wie schlecht, Alter. Also unsere LAN-Geräte funktionieren ja, trotzdem. Ja, okay, tschüss. Ja, ciao. Passt, ich schreib dir. Ja, mach das. Atom. Du kannst den Stream einfach pausieren, anstatt auf 144p zu schauen. Krieg ich, aber dann krieg ich doch nicht den aktuellen Chat. Jetzt könnten wir die andere Hans Wusch da noch mitspielen lassen. Welche denn? Tim, den anderen Tim. Nee, ganz bestimmt nicht. Der ist für einen Stream. Ist der echt im Stream? Ich hatte vorher was Klimm im Chat. Ja, Alex, das war's komplett. Nicht Alex, Tim. Also, Tim B. Ein Kern und schreibt, ob er kommen darf, ne? Warum nicht? Er ist wenigstens gut in dem Spiel. Oha! Oh. Was das denn? Ist heftig. Digga, Korb. Darf ich kommen? Eigentlich sollte ich mich über den Kommentar lustig machen. Darf ich kommen? Aber mache ich jetzt nicht. Was kommt jetzt schon wieder dann für eine Scheiße von Alex, Digga? Kindergarten. Servus. Wer ist denn Hertha? Wer ist denn das? Hä, das ist Keanu. Warum heißt du Hertha? Komm, Digga. Was denn? Was hat denn wenn das? Wenn er schon Union Berlin, Digga, die sind aufgestiegen. Könnt, nein, ihr unterhaltet euch jetzt nicht über Fußball. Ah, Basti, sie haben mich auch akzeptiert jetzt, also. Super. Ja, Digga. Das, du sagst es. So, jetzt blockiert WhatsApp dann wieder die ganzen Daten, Digga. Was? Ja, wenn mir jemand eine WhatsApp schreibt, dann leckt's ihn von. Dein Gesicht blockiert auch Karten. Ernsthaft jetzt? Nein, aber. Warte. Gefühlt halt. Ach, Julian Hartmanns. Hi. Was kurz erklären? Junge, was? Basti, leckt jetzt bei dir? Halt dein Maul! Leckt jetzt bei dir? Halt dein Maul, Digga! Nein, das leckt nicht, mein Handy leckt ein bisschen. Ach, traurig. Was, da merkt man, dass Samsung einfach Müll ist. Ja, er hat auch ein S3. Ja. Nein, ich hab ein J7, aber gut. Ja, das ist aber auch. Wo ist jetzt mein Ladekabel? Ich habe mir doch extra mein Tablet-Ladekabel hergelegt, falls mein Tablet leer ist, damit ich den Chat noch lesen kann. Da ist es doch. Ach, Bruder. Wenn, kann ich das machen. Nee, keine Sorge, ich hab schon. Ah, da ist Julian Hartmann. Moinsen. Oder eher einen guten Abend. So, ja, es lädt. Passt. Wo landen wir denn? Ich dachte, wir sind mal kurz aus. Ah, okay. Wie alt bist du? 10. 18. Ja. Digga, ich wette, er darf länger spielen wie ich. Klar darf er länger spielen als du. Hä, jeder normale Mensch darf länger spielen als du. Basti, wie lange darfst du denn heute zocken? Ja, so lange wie ich will. Aber ich werde ich werde so zwischen 11 und ab 12 aufhören, weil ich morgen früh raus muss, weil mein Dad in die Berge will. What the fuck? Gut, aber ich meine, morgen ist Vatertag. Ja, trotzdem, Digga, hätte ich ja gar keinen Bock in die Berge, Alter. Hä, also mein Dad bekommt ja alles von mir, aber wir machen sicher keinen Wanderausflug. Ja, also gut, so mein Dad ist auch zu faul so dazu, bisschen, also von dem her. So ein bisschen chillig wandern und so, das bockt. Bah, Alter, Junge, da bin ich nach 30 Metern aus der Puste, nein, Spaß, aber gefühlt und außerdem ist mein Dad genauso ein Lappen wie ich, was sportlich angeht, das heißt, er. Er würde sowas sich auch niemals wünschen. Nach der Runde sitze ich mal kurz aus. Ich muss Zähne putzen. Zähne putzen, ah!
Da haben wir ihn ja wieder. Ah, ja. Ich sitz da, genau. Gönn mir Mackes Cola, er muss seine. Ich hab auch schon Schöpf Cola gehabt hier. Mhm. Na, oh. Okay, das ist aber nicht, also Keanu, das ist aber nicht gut für die Zähne, also. Basti, ja. Lass jetzt hier nicht den verantwortungsvollen Zahnarzt raushängen. Ohne Zucker. Oh. Das ist gut. Ich kann, also Cola, so Cola Light finde ich viel geiler wie Cola mit Zucker. Digga, wie kann man denn Cola Light trinken, Alter? Das schmeckt nach aufgebrühter Pisse, Alter. Das geilste, was es gibt. Cola Light ist so ekelig. Das habe ich einmal in meinem Leben probiert. Ja, ich komme. Und dann habe ich gesagt, nie wieder. Also im Haus hier vorne? Ich habe nur eine Sniper, das ist das halt das Ding, ne? Ich habe gar keine Waffe. Ehrenmann. Warte, Simon, komm mal her. Ich fahr mal mit. Pushen der jetzt rüber, auf geht's. Ja. Ja, hier pushen hoch gerade. Ja, ey, gerade gemerkt. Ja, er ist wieder Spielwesen-Schwitzer. Über mir. Ja, ist seit 8 Uhr in der Spielwiese, Digga. Nee, seit 6 Uhr in der Früh, Basti. Ich kann nicht bauen, ich hab keine Metz mehr. 24, Alter. Hey, was macht der denn, Alter? Ich will den Disrespect geben, ich wollte ihn snipen, schade. Er kommt ihn alle nicht kriegt, oh, hör auf. Ich wollte ihn eigentlich Disrespect snipen, aber das hat nicht so funktioniert. Wer ist dieser Herrscher? Das ist Keanu, ein treuer Zuschauer seit dem John Wick Livestream. Und wir haben gesagt, er darf jetzt mitzocken. Ein treuer Zuschauer. Wir haben gesagt, er darf jetzt mitzocken. Ein treuer Zuschauer. Ein Stream mitgeguckt, schon treuer Zuschauer. Ja, guckt sehr viel das Video nicht. Ja, vor uns Gegner. Du guckst mehr zu als manch andere. Ja, okay, ich komm gleich raus. Muss mich noch heilen. Von hinten schießen sie auch so. Oh. Hier vorne sind welche. Basti, du stehst doch drauf von hinten. Ja, ich bin unterwegs. Das Ding ist, man kann übel chillig mit ihm reden, weil er sowas halt sogar versteht. Es gibt Menschen, die sind selbst bei uns in den Jahrgang gegen nicht so reif. Ach, du bist down! Oh, scheiße. Aber ich hab ihn gelockt. Ich hol Basti. Ich hab einen gelockt und einer hat einen 100er Hit. Irgendwer schreibt gerade rein, der heißt einfach B und er schreibt, ich bin's, der Bohnenschwipp. Wer ist das denn, Digga? Das ist Flo. Kevin. Ja, ja. Ich habe ihn aufs Netz getroffen, aber das Stream zuschauen kann. Ha, wie geil. Oh, lol, die sind da. Dann dürfen wir jetzt keine schwippligen Kommentare mehr bringen. Das ist das Problem. Hab einen genommen. Wollte ihn gerade snipen, Digga. Ach, da ist noch einer. Ah, ich geh mal nach oben. Ich bin's der Bohnenschwipp. Allein dafür sollte Flo schon wieder einen Orden kriegen, dass er das reingeschrieben hat. Hey, wo gammelt er denn jetzt? Hä? Der ist tot. Unten oder so? Ist er jetzt auch tot? Er hat eine Schattengranate genommen. Nee, der ist hier unten auf, ne? Der ist unten auf. Kann ich häng fest. Geil. Wollte schon immer mal festhängen. Ja, ich höre ihn schon wieder rumpimmeln da oben. Ich habe aber keine Metz, um mich zu ihm hochzuholen. Oh, was ist das? Ich habe eine Schattengranate. Warum use ich die eigentlich nicht? Oh, Bruder. Ey, du hast mich gerade wo gammelt er denn jetzt? Ach, hier, neben mir. Digga, diese Schattengranaten killt mein Hirn. Ah, da vorne. Da in der einen Hütte. Haben die den revived oder haben wir noch nicht alle? Nein, der ist in der einen Hütte da. Ja, er hat mich genommen. Ich bin so ein schlechter Spieler. Kannst du laut sagen? Moin, what the fuck? B, safe, Schwippel, natürlich ist das Schwippel. Hi, Maxi übrigens. Ja, moin. Der killt uns alle, was? Er ist der beste Spieler. Nur du kannst es schaffen. Basti. Komm Basti, mach keinen Scheiß, er hat einen Sniper. Snipe ihn weg. Aus irgendeinem krummen Winkel. Spring hoch. Ich bin da, ja moin. Ja, gibt's nicht. Hauptsache er finisht mich, obwohl Simon neben mir ist. Wir wollen Basti zuschauen, wir brauchen High Quality Gameplay. Da. Oh. Er ist halt einfach fucking legit, Digga. Digga, den hättest du so holen können, wie er sich bewegt hat. Ich habe ihn bloß einfach nicht gesehen, weil ich lost bin. Aber du hättest ihn holen können. Ich habe noch gar nicht meine Toffifee gegessen, fällt mir gerade auf. Die wollte ich eigentlich essen. Ich hab nicht einen Schuss getroffen, war low. Ja, moin. Ah, ehrenhaft.
Aha. Ah, oh, lecker. So, warte, ich sitz kurz aus. Viel Spaß beim Zähneputzen. Bis gleich. Hä, was? Das ist eine Funktion, was zur Hölle? Ihr könnt trotzdem bereit machen, dann kommt ihr nur eine Runde, ich nicht. Null, wie geil. Ich wusste nicht mal, dass das eine Funktion ist. Nee, bei Teamzusammenstellen müsst ihr 3 drücken, dann könnt ihr auch aussitzen. Seit wann geht das, Digga? Ah, nein, nee, warte mal. Nee, ja, keine Ahnung. Ja, liebt mich nicht. Ihr kriegt eine Benachrichtigung auf meinem Tablet. Slime Extreme Fortnite, juckt mich überhaupt nicht. Ich streame auch Fortnite. L2, dann Dreieck. Aha. Super, Juli. Danke. Oh, Bruder. Ich muss mich mal hier ordentlich hinsetzen. Es ist halt verdammt warm hier unten. Das ist das Problem. Man glaubt gar nicht, dass eine Kack-Playstation und ein dummer Fernseher den Raum so aufheizen können, aber sie schaffen es einfach. Sie schaffen es einfach. Please park, my friends. Wer braucht... Ja, das ist der perfekte Kommentar. Das ist der Kommentar des Abends von Maxi. Wer braucht Trimax, wenn es Basitox gibt? Da hat er durchaus recht. Und er schreibt Trimax auch noch mit X. Das ist natürlich ehrenhaft. Oh, Digga. Okay, jetzt hole ich mal einen voll Schwitzer-Mojo raus. 3, 2, 1, ich bin tot. Bevor ich land, haben die schon wieder alle Perfekte. Die landen hier schon wieder. Hier ist auch einer. Ey, wie früh kann man denn eigentlich bitte landen? Hä? Das ist doch unnormal. Gut, dass wir Goldmodus sind, aber aus jeder Kackkiste was Goldenes rauskommt. Neben mir. What the fuck, wie treffe ich ihn denn nicht? Ach, ich hab keine Lust mehr. Geh mal zu Simon, ich fühle mich allein nicht sicher. Simon, sollen wir versuchen, Basti zu safen? Boots, die Achter ist so down. Kannst du laut schrippeln. So. Ich habe was Böses getan, deshalb sieht sich aus. Mhm. So, davon sind sie. Halten, da ist einer close. Digga, er baut schon wieder größte Spielwiesenschützer. Guckt ihn euch mal an, Leute. Er ist so von den Mechanics eigentlich so schlecht, aber er kann bauen wie der größte Spielwiesenschwitzer. Er spammt der Emotes, der ist raus. Allein schon für sein Geschwitzer. Ja, was geht ab? Der Lubi. Na. Also, habt ihr meine Karte? Nein, was glaubst du, wo ich gerade hinlaufe? Habe ich schon gesagt, wer braucht Trimax, wenn man Basitox hat? Das habe ich schon gesehen. Okay. Ich habe jetzt erstmal Bastis Karte. Na, auf Westen. Wosten? Am Wosten? Ach, Simon ist noch down. Ach Gott. Jetzt ich dachte, er wäre schon gefinisht. Hä? Ach, von hinten noch, Digga. Ganz ehrlich, alter Dr. Bob mit dem Bananenskin. Solche. So ein richtiger Bob. Von hinten, Digga. Sonst kann er auch nichts. Also, so wie es Basti möchte, ne? So, jetzt bin ich wieder drin. Ja, und ich bin kurz raus, ich bin schon aufs Klo, aber ich bin in einer Minute wieder da.
Du kannst ja auch auf der Kiste. Klar. Und dass ich dann die ganze in der Lobby stehe. Klar. Ich bin gleich wieder da im Moment. Ja. Beim Streamer ist es ein bisschen blöd, würde ich sagen. Ich hol mir ganz kurz was zum Essen. Warte, ich geh schnell kacken. Jetzt gehen alle. Ich hab mich Tim eingeladen. Ja, es sieht ja nicht, dass ich die vierte in der Lobby bin. Sorry, but... You were a little bit late. Geh mal auf Einstellungen. Und dann musst du, also warte. Also musst du bei, unter, Bildfrequenz, hä? Warte. Also unter Bildfrequenz. Oder? Nee. Achso, nee. Da war ich gerade. Geh mal auf dieses komische Männchen, da. Bei Einstellung und dann bei Sound, Soundeffekte visualisieren. Was wird dir denn so als Kreis so angezeigt? So, da bin ich wieder. Wahrscheinlich über mich abgelästert, während ich weg war. Nein, Spaß. So. Ja, auf Mütze. Einmal setzen erstmal was zu trinken geholt. Klo der gewesen, Digga. Basti? Schwitzhasken hoch 10, oder? Muss groß. Ja, was ist denn? Ach, du lebst noch, okay. Ach, du bist nur da, ja, okay. So. Hauptsache, es haben gerade 7 Leute zugeschaut, da geht man 2 Sekunden offline, schauen nur noch 5 zu. Schon ein bisschen traurig, wie die Aufmerksamkeitsspanne. Ach so. Aber schon ein bisschen traurig, wie die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuschauer ist. Oh Mann. Wobei ich zugeben muss, wenn Monte rausgeht, kurz wieder irgendwo hin, keine Ahnung, dann schalte ich auch kurz ab. Aber eigentlich komme ich auch wieder zurück. So nach, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Oder mein Beispiel bei Instagram, ja, interessiert die Zuschauer auch nicht, wenn er 2 Stunden lang Typen hinterher rennt. So. Ja. Diese Runde sind hier keine Drohnen dabei. Oh, lul, ich seh's gerade. Hä, eigentlich war doch mindestens ein Ort, oder? Und ich hoffe nicht. Ich sehe tatsächlich keine Ort. Ist eigentlich irgendwas Neues auf Insta unterwegs. Da kennt sich Basti wieder aus. Wahrscheinlich wieder die eine Basti. Von der Alex was will. Ja. Ja, also, ja, Isabel. Wie lost. Isabel. Das ist so ein Vollspacko. Das Ding ist so komisch. Wenn man halbwegs kompetent ist. Ich meine, es gibt wahrscheinlich im Mühldorf 3 Millionen Isabels. Ja, aber das Ding ist, wenn man ich weiß gar nicht mal, wenn man auf Instagram eingibt, Digga, weiß ich nicht, ob sich da so viele so genannt haben. Stimmt. Also, als ich danach gesucht habe, kamen die ziemlich early auf Instagram. Digga, wo hat Alex überhaupt ihre Nummer und wie kommt er auf die Idee, die anzuschreiben, Digga? Das ist schon echt traurig. Ich kann dir sogar schicken, wie er es geschafft hat. Also nur weil er jetzt bei Schwippel aufs Maul gefallen ist, Digga. Soll ich dir sagen, was traurig ist? Das ist nicht eine Waffe für mich. Das ist traurig. Ich hab ganz okay Waffen. Ich hätte eine MP für dich. Oder scheune nicht eine Waffe, nur ein Schwert. Hier ist noch eine MP. Im ersten Stock im Farmhaus. Da liegt auch noch ein Infanteriegewehr. Ich sehe es gerade im Stream. Scheiße, ich kann dich jetzt nicht mal pranken oder sowas, weil du den Stream zuschaust. Scheiße. Stell dir vor, ich sag so, ich hab keine Metz, ich kann nichts machen. Und in Wirklichkeit habe ich so 300 Metz oder so.
Oder ich kann dich nicht reviven, bin im Fight und heil mich oder sowas. Ja. Oder nee, ich habe keine Waffen und dann so 20 Scars im Inventar. Ja klar, nee, ich habe keine Scar, ich kann dir nichts geben, tut mir leid. Oder das Beste ist Muni, weil man Muni immer nicht so gern abgeben will, dann sagt man, ich habe keine Muni, das reicht mir gerade selber mal. Und dann so, nee, du hast doch Muni. Also ich fahre wirklich auch nur nach Muni, also ja, nach Muni halt. Wenn... Oh, Bruder, ich dachte. Wenn ich halt nicht mehr nachladen kann. Nee, aber also wenn ich jetzt halt so neue Muni zum Nachladen habe, ist schon... Dann muss ich sagen, da bin ich ein kleines Gucci-Kind. Ich frage eigentlich, sobald ich... Also bei AR, sobald ich unter 50 habe, frage ich eigentlich immer nach. Weil das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Und bei Pump dann reichen ja eigentlich so 10. Ja, und bei MP hätte ich schon gern so 60, 70 so eigentlich, weil sonst Ribarino. Weißt du noch die Gucci-Sammel? Nee. Hab ich nicht mehr im Kopf so jetzt? Warte, Simon. Simon, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe keine Ahnung, wo mein Gucci sammelt. Am besten ist die Story mit den Zwiebeln. Habe ich eigentlich die Story mit den Zwiebeln schon mal on-stream erzählt? Ja, I'm lost. Ich hab darüber heute mit Flo gesprochen. I'm lost. Ey, Bruder, ich sag dir, was ist mit so schlimm? Normalerweise gehe ich immer mit dir in die Mensa, deswegen. So, jetzt nochmal, habe ich schon mal die Story von den Zwiebeln erzählt im Stream? Ja, nein. Schon, aber keine Ahnung. Nein, die ist gut. Wir sind ja jetzt in der 9. So. Und in der 7. waren wir mit einem in der Klasse. Nico Fritsche. Und der ging in die Mensa und wollte sich so eine Bosna-Semmel mit Ketchup bestellen. Und er so, ja, Bosna-Semmel mit Ketchup bitte, aber er sagt extra so richtig dazu, so betont, ohne Zwiebeln. Was hat die Mensa-Frau wieder mal gemacht, weil sie inkompetent ist? Sie hat ihm wirklich extra Zwiebeln sogar gegeben. Und dann war er so angepisst, dass er die Zwiebeln genommen hat und im Flur, wir haben da so so Bänke am Rand, die so, oh gut, ich kriege jetzt Fallschaden, ne? Ich bin so dumm. Ich bin so inkompetent. Mann, diese Windkanäle gehen aber auch auf die Eier, Digga. Ja, super, jetzt habe ich keine AP mehr. Ich habe nicht mal Schild oder so. Ich muss jetzt schon wegen der Mensa voll lachen. Auf jeden Fall, Ich habe ein Medkit und zwei Minis für dich. Ah, ja. Auf jeden Fall meinte er dann so, ja, keine Zwiebeln. Und sie gibt ihm halt so Zwiebeln. Und dann war er so angepisst, dass er die Zwiebeln genommen hat und hinter diese Sitzheizungen geworfen hat. Die da im Flur waren. Also quasi so Bänke mit Sitzheizung drunter. Und dahinter hat er die hintergeworfen. So. Und die waren auch noch mit Ketchup dran. So. Ja, das ist nicht das Lustigste. Die hat er da hintergeworfen. Und dann lagen die halt da hinter der Heizung und dann ging ein paar Tage waren vorbei, dann ein paar Wochen. Die Zwiebeln lagen immer noch da. Dann sind wir in die 8. Klasse gekommen, die Zwiebeln lagen immer noch da. Zwar waren wir nicht mehr im gleichen Klassenzimmer, aber gegenüber eben von dem Klassenzimmer in dem Flur kamen wir ab und zu noch vorbeigeschaut und geguckt, ob die da noch liegen. Gegner? Wo denn genau? Bei mir. Er hat noch viel Schlafplatte. Und letztens vor so, ich glaube einer Woche oder so, haben wir wieder nachgeschaut, da habe ich die Story nochmal erzählt, ja, da lagen die immer noch. Das heißt, die Zwiebeln liegen da jetzt schon circa 3 Jahre lang. Weil er die ziemlich early in dem Schuljahr da hingeschmissen hat. Gott, der Schlockenplatscher bin. Da haben wir mal wieder bewiesen, wie sauber unsere Schule ist. Hat irgendwer eine Shotmoon für mich? Ja, ich kann jetzt nicht hier erstmal. Ja, hier. Ehrenhaft, Basti. Ehrenhaft von allen. Ich könnte ja, ich hab nix, leider. Danke. Auf jeden Fall liegen da jetzt schon 3 Jahre lang circa die Zwiebeln hinter der Heizung. Und da hat sich jetzt schon so dieser Ketchup-Rand hat sich schon zu so einem Pilzrand gebildet bei Südwesten. Ein Lama auf dem Berg. Du meinst Süden, Simon. Auf jeden Fall hat sich da jetzt schon so ein Ketchup-Pilzrand drumherum gebildet und die Zwiebeln sind jetzt einfach nur noch ein schwarzes Stück. Ah, vor uns, direkt. Ja, ich sehe ihn jetzt. Hat einen Hit, 115er mit dem Bogen. Digga, warum bin ich mit dem Bogen so gut? Ich meine, der fordert doch null Skill, das ist vielleicht mal der Grund. Wo ist er denn jetzt? Safe campt er jetzt unten in der Hütte. Ja, campt er auch. Wie traurig. Ey, Bruder,
wie ich kein Aim hab, ne? Schieß mal auf, schieß mal auf, dann wenn er kommt, er vielleicht raus durch die Tür, dann schieß ich ihn mit Bogen ab. Ups. Ja, egal. Schmeckt. Schön gemacht. Schön gemacht, Digga. Ich wollte hier wirklich nicht stehen. Geh jetzt erstmal nach oben. Digga, ich geh erstmal nach oben. Lama holen, man kennt ihn. Ich geh jetzt in den Windkanal. Muss los. Oh, ich wäre fast runtergefallen, Digga. Windkanäle mögen mich nicht so. Boah, ich dachte, ich hab nichts mehr zum Heilen bei, ne? Also kein Medkit mehr oder sowas. Richtig belastend. Ich hab, Bennys, ne? Ja, die hab ich liegen lassen, glaube ich. Das wird schmecken, wenn ich dann ein paar kriege. Oh, so, ich bin jetzt in der Zone. Gammel hier auf dem Berg. Ach, per Ehrenhaft, Digga, den holt man sich doch. Hier ist jetzt das Medkit. Oh, oh ja, Mann. Schmeckt. Gegner. Südwesten, also 240. Nee, das wollte ich ganz bestimmt nicht so. Hier ist nochmal Medkit. Südwesten. Südwesten. Nee, kommen wir gar nicht. Hier, fährt mit Quad. Ich bin fast full gleich, dann komme ich. Wo ist denn jetzt der Biggie? Ah, da. Bin ich lost. Quad ist gleich down. Ja. Keanu carried uns hier alle und wir machen gar nichts. Er ist abgestiegen. Müsste ihn vorne irgendwo sein. Jetzt NW hinterm Berg da. Hinter diesem komischen Klopp. Was ist das? Aber oder erstmal hier, würde ich sagen. Ich bin schon full wieder. Ah, ich sehe ihn, der steht vor mir. Ich sehe ihn erst nicht. Oh Gott. Bogenbattle! Spielen! Ah, geil. Ah, natürlich wieder. Ich hab ihn abgelenkt. Medkit kann ich carry. Mach das. Beziehungsweise nimm du's. Okay. Kann ich nehmen? Ja. Ist da irgendwo ein Biggie? Nee. So einen habe ich vorhin schon getrunken. Da unten, ich wollte gerade sagen, also boah, da unten ist ein goldener Automat, aber das ist auch nichts Besonderes. Steigt mal jemand in mein Kart ein oder wollt ihr nicht? Ja, warte, komm rein. Ich bin. Jetzt kann ja alle. Wer zuerst da ist. Oh, Simon verkackt. Mit mir will man eh nicht mitfahren. Bei mir leckt zwar nicht so wie bei Simon, aber es ist nicht gerade angenehm, bei mir mitzufahren. Sag mir so, in Real Life würde man Dings bekommen. Brechreiz. Ah, gut, dass man auch hier so verloren fahren kann. Kann ich jetzt noch nicht. Digga, das Kart nervt mich in letzter Zeit so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein bisschen rau geworden. Früher ist das schön überall abgeprallt, aber jetzt ist das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, das bleibt überall hängen. Nervt mich so ein bisschen, weißt du? Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, es zu fahren, aber das ist mein Tod. Update, es fahrt sich irgendwie komisch. Na echt, Simon. Wundert mich echt. Richtig komisch. Aber auch erst seit zwei Updates oder so. Davor ging es eigentlich immer. Da drüben. Wo ist ja, das auch. Ah, die machen Wettrennen mit Baller oder sowas. Ah, wow, der ist ja mal komplett verhungert. Ja, und dann. Wo schießt ich denn hin? Oh Gott. Na, fast. Wo seid ihr denn alle? Bin oben auf der Plattform. Ah, wow, der Baller geht jetzt. Wo ich halt bin, ne? Da kommt einmal jemand zurück. Hoch da auf. Auf welche Seite denn? Bei mir sind welche. Komm zu dir. Warte. Push mich. Die sind oh, ich komm nicht auf den Berg, weil ich fett bin. Da. Die sind da komm oben. Hoch. Okay. Ich bin da. Ich helfe dir. Da oben. Wenn ich keine sonderliche Hilfe bin. Trimix halt, ne? Ja, das stimmt. Ich kann wenigstens mit dem Bogen umgehen. Würde ich mal behaupten. Außer okay, das, was da gerade abging. Da war ich echt minderwertig. Hat wer bitte Blue Life? Ich hab Minis. Wo bist du denn? Komm mal her. Hier, gedroppt. Vor uns in der Hütte, bei dieser Hütte. Bei der Plattform, der fliegt mit Glider auf uns. Kein Aim, wo ist das Auto-Aim? Hab ihn. Ja. Unten bei der Randhütte sind welche. Ich bin gerade im Stream, ne?
Bei dieser Ranzhütte. Ranzhütte, geil. Bei der Ranzhütte. Habe ich auch noch nie gehört. Das ist geil. Muss ich mir merken. Bei der Ranzhütte. Hat 100er Hit, ich habe wohl gesniped. Ich brauche Medkit oder sowas, bitte. Oder Biggie oder Bendos. Ja, bitte Bendis. Ehrenhaft. Ich hier, Medkit. Okay, danke. Noch ehrenhafter, rarara. Schieß mal auf die, mach die mal kalt oder so. Ich habe dem 100er jetzt gegeben. Da hinten ist noch niemand an der anderen Seite von der Ranzhütte. So, Ranzhütte. Geh mal runter jetzt. Jetzt kommen die krassen Editier-Skills. Kappa. Oh, wenn wir gleich 40 Kappa gesagt haben. Ja. Okay. Und da müsste er doch jetzt irgendwo sein. Ja, die gammeln hier. Alle, die sind ganz schlecht. Die haben hier richtig gecampt. Ich glaube, die haben keine Metz mehr. Das könnte sein. Hab beide. Hä? Ich bin ein großer Pro, oder? Da kannst. Hä? Wo sind. Ach, da sind die, Lul. Ich bin ja auch komplett lost. Ich sollte mich nicht über die lustig machen. Ich bin noch schlechter. Nee. Hä, das nervt. Wieso sehe ich eure Kills eigentlich nicht? Mann. Das ist echt nervig, dass das entfernt wurde. Du musst, ja, 350, warte. Da. Du musst Option gehen. Pass auf, da hinten. Da hinten ist noch einer. In dem Turm da. Also nicht da ganz hinten, sondern da im Turm. Option und dann. Wer hat? Nee. Ach, keine Ahnung, ist jetzt egal. Lass einfach mal Zone. Nee, da ist Snipe ganz einfach rund. Mann. Ja, soll man nicht auf die Nüsse gehen da drüben. Wenn er piekt, dann kriegt er einen Snipe mit dem Bogen. Oh, ich wurde gesniped. So ein Ranz, Alter. Alter, Ranzschütte. Digga, jetzt habe ich über den. Ja, Ohrwurm kann man nicht sagen. Das ist nur bei Liedern. Hat man aber... halt? Ja, hat mir Healing bitte. Denn da? Ja, na, Bock hat 100 Führer halt. Bendos. Zone, ja, Jungs, Zone. Bendos, hier, ich lauf weg. Ich lauf weg! Oh Gott, ich häng fest. Hier vorne ist ein Wurm am Baum. Was? Soll ich sehen? Der ist anders los. Okay, oh! Ich nein, ich bin so schlecht. Ihr müsst mich wieder reviven, ich schaff's nicht. Ach Junge. Ich hol den. Ich bin eh scheiße. Pass auf, wie viel Damage macht denn die Zone? Ja, ach. Oh Junge, ich glaube 500 damit knapp, Basti. Er ist raus hier. Digga, wenn ich dich jetzt hole und ich sterbe, ne? Ich sterbe echt. Ihr müsst mich knapp am Zonenrand holen. Ich geh zu Simon. Haben wir doch irgendwas zu heilen? Jungs, Zone wieder. Nochmal. Ganz schnell, Simon, ganz schnell. Ja. Wir sind so schlecht. Wir sind so ein minderwertiger Squad. Als ob keiner mehr was zu heilen hat, ja, dann sind wir am Arsch. Ja, doch, ich hab noch Bendus. Ja, was bitte. Wo bist du? Ja, Bruder, es war zu, ne? Oh! Bruder, mein kleines Grün ist so überfordert, ne? Oh, einer hat 34er jetzt. Also von der Denkleistung kann ich das alles durchmachen, aber ja, vom Skill halt einfach nicht. Ich bin tot. Ich bleibe im Wasser, dann können sie mich nicht finishen. Die sehen mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich krabbel durch Wasser in die Zone. Kann mich vielleicht irgendwer Simon holen? Ganz ehrlich. Simon? Ah, okay. Natürlich. Ich wandere gerade durchs Wasser, man sieht mich nicht. Ich bin Secret Agent Wasser. Und weg. Basti auch da, ja. Hey, ich bin richtig secret unterwegs. Ist euer Tod. Die Zone ist schon richtig klar. Ja. Ach, der Typ heißt Asylantentaube. Ja, Mann. Digga, was für Mongos, Digga. Der Stream-Chat ist langweilig, wenn es mich nicht gibt, oder? Ja, stimmt allerdings. Wenn du nicht reinschreibst, ist echt langweilig. Ich hab die besten Witze parat. Kappa. Mhm, kennt ihn. Oh ja.
Was, sie hat einen Beitrag gezeigt, Digga. Ich find's immer noch so geil, wie du das so geschickt hast. Boah, Digga, das ist halt schon... Ja, also das ist halt auch einfach grenzwertig ekelhaft. Was denn? Nichts, das ist nichts für kleine Keanos. Oh Mann. Ich meine, er kann's selber auch sehen auf Instagram, aber... Ja, dann schick's mir. Ich glaube, ich schick's ihm sogar. Er kann es ja selber sowieso sehen auf Instagram. Warte mal, ich muss schnell Nachrichten. Basti. Jetzt muss man selber aktualisieren, Bruder. Digga, wie kann ich das denn weiterschicken? Ich bin ja zu blöd dazu. Bin ja ganz schlecht. Mir bitte Afrika. Hä, hey, Basti, wie kann man das? Ich bin ja ganz schlecht auf Instagram. Ja, du musst es einfach nicht speichern. Dann gibt's da unten, gibt's ja das Leiste, wo du die Kommentare schreibst. Das dann musst du da ist ein Ding, das habe ich noch nie gesehen. An Keanu senden und an sie. Schickst du ihm das jetzt echt? Ja, ja. Hä, hey, er kann's auch so auf Instagram sehen. Ob er es jetzt, Digga, ob er es jetzt zu mir kriegt oder ob er sich selber anschaut, Digga. Warte, wo ist die? Simon, hast du überhaupt Instagram? Zwei irgendwas heißt er. Ja, dann habe ich ihn nicht geedit, weil ich hab für die nicht. Ich hab hier, mit S hab ich nur jemand anderen, aber... Ich weiß nicht. So, ich hab's jetzt Keanu geschickt, jetzt suche ich mal... Warte mal, Swein... War das Swein? Oh nein, jetzt hab ich irgendwas gedrückt. Oh, nee, ich hab jetzt auf irgendwas gedrückt. Da, Simon Weinziel. Hä, ich hab dich abonniert, was zur Hölle? Simon hat bloß kein Profilbild, das ist das Problem. Was für die du mir geschickt hast, Keanu, Digga. Muss ich mal los. Ja, dann was denn? Und dann schicke ich das jetzt an Simon weiter. Warte mal. Teilen. Suchen. Schwein. Ah, natürlich kommen die 20 Leute hin. Man kennt ihn. Sind denn fertig? Ich habe Simon jetzt auch geschickt. Das schmeckt schon, Digga. Oh, das Scheiße, wo bin ich jetzt? Da, egal. Da ist mal 5 Sekunden auf Instagram. Ja. Und kein Plan, wo man ist. Traurig eigentlich. Ich habe mir geschworen, nie Instagram zu installieren auf meinem Handy. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Okay. Zu gutes Material, ja. Hey, halt dein Maul, darum geht's gar nicht. Ja, war da hier. Gib mal die Schule. Nimm! Ja, oder? Schnell! Warte. Brauchst du Muni? Weil ich hab Steps. Sie startet eine Live-Übertragung. Bruder! Wer? Bruder, ich muss auf, ja, du weißt schon, über wie wir die ganze geredet haben. Ach, das, die startet jetzt eine Live-Übertragung. Bruder! Ah, ich muss Alex anrufen. Warte. Wie schlecht. Basti, das ist gerade ein bisschen minderwertig. Der ist hier unter uns. Keanu. Und ich will dich dort lernen drinnen wegen Bastis Kumpel. Ist mir egal, wie ich. Ich bin down. Ich wollte ihn gerade snipen, Digga. Ah ja, krabbel mal runter. Komm Alex, mal runter. Alex, du Fisch. Digga, die ist live. Ich schau jetzt unbedingt zu, Digga. Der kommt. Der ist hier oben. Ich wollte mich finishen. Ich bin jetzt. Oh. Alex. Ich bin down, ja. L2 Janis, herzlichen Glückwunsch. Du hast Basitox YouTube geholt. Digga, Basti, weißt du, er ist das einzige Teammitglied, was noch lebt. Hauptsache, er schreibt irgendwem auf WhatsApp. Simon, hast du es jetzt gelesen? Oder gesehen? Ja. Ah, ich sehe. Ach, die startet eine Live-Übertragung. Ja. Basti, sieh zu. Wie schlecht. Basti, sieh zu. Oh Gott. Basti, sieh zu. Ja, natürlich. Ich bin schon längst wieder raus, Digga. Basti, sieht zu. Ha! Wie schlecht. So was nennt man extrem wendig, Digga. So was nennt man extrem unwendig. So gut.
extrem. Digga, wie viele Bilder vom Saufen schicken. Wer denn? Schon wieder. Ja, auf Snapchat. Das ist doch nicht mein Problem, Digga. Das ist auch ein Kindergarten. Warum hab ich Herz gemacht? Ich will es wegmachen. Was denn? Dieses Herz. Keine Ahnung. Hast du aus Versehen eine Pornoseite geöffnet oder was? Nee, ich hab aus Versehen, wo du mir das geschickt hast, ob Nein, ich bin nicht Basti. Nein, ich bin nicht Basti. Ah, Domi hat Geburtstag. Ah ja. So. Ich hab eine Live-Übertragung. Ich bin kurz weg. Hello, Alter. Lol, Alex ist im Kreativmodus. Ah ja. Dieses Bild, Digga. Er macht jetzt eine auf Spielwissenschwitzer. Ja, er trainiert. Macht nicht nur auf eine, ist einer. Sag ich doch. Er macht jetzt einen. Ah. Okay, jetzt warte mal. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen raus. Wieso denn? Warum ist... Ich glaube, die Drohnen haben sie entfernt. Das kann sein, dass sie vielleicht gebuggt haben. Oder die waren, glaube ich, zu OP, kann das sein? Weil die haben ja übel guten Loot geliefert. Und es waren mega viele. Safe haben sich Leute beschwert, dass sie zu OP sind. Oder Chat, weiß irgendwer was? Nee, ja, weil die einfach blöd sind oder so. Weil manche haben sich auch darüber beschwert, dass sie einfach so aufgetaucht sind. Und man auf den landet und dann am Fall damit stirbt. Ist mir auch passiert. Mann, ich bin jetzt schon wieder... Ich wollte gerade sagen, wer da auf landet, ist doch selber schuld. Ach so, aber die sind einfach aufgetaucht. Ja moin, das ist belastend. Ja, aber... Da muss man halt, wenn man irgendwie bei den Drohnen eine spezielle Fähigkeit aktivieren kann, dass man da keinen Fall der Mensch... Was weiß ich denn? Ja. Aber das war übel die gute Idee eigentlich. Ich weiß nicht, also das hätte übel ins Game gepasst, meiner Meinung nach. Ja, wir sind aber kein PUBG, ne? Leider steht es auch bei den Patchnotes halt nicht drauf, ne? Digga, so, das haben die ja auch nicht vom PUBG, sondern von Apex geklaut, Digga. Apex hat auch so eine Heavy-Loot-Zone. Jungs, ich bin off. Bye. Boah, was bist du denn off, Digga? Basti, musst du jetzt da schwippeln oder was? Nee, ich bin total müde. Ja, jetzt ist er auf einmal total müde. Ist schon klar, Basti. Wieder schon reingehauen. Nee, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, oder? Komm her. Doch. Komm her. Scheiß Daumen, Alter. Digga, so ein Müll, Basti, ganz ehrlich, Alter. Ist jetzt wirklich abgehauen? Ich glaub nicht. Also, es wird auf jeden Fall noch angezeigt. Wahrscheinlich so jetzt gleich die Zerprank. Ein cool, ein warte, Beispiel. Komm mal her, komm mal her. Ich hab nochmal Gegner auf. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe. Affe. Ich hab absolut keine Waffe. Absolut nichts gecheckt. Ich brauch nichts. Ah ja. Warte, ich hab Waffen. Ja, ich komm zu dir, warte. Willst du Bow? Ja, ehrenhaft. Pass auf, du kommst. Hier. Ehrenhaft. Scheiße. Servus, David. Scheiße, wir brauchen danach noch. Schmeckt nicht so stabil. Oder? Oh, Digga, Auto-Aim macht wieder alle. Auto-Aim macht kaputt. Hab einen. Oh, Scheiße! Ach, Scheiße. Hab den anderen. Pass auf, da kommen noch mehr. Ja. Editier auf und ich schieß mit Bogen, wenn die kommen. Du darfst bloß nicht im Weg stehen, sonst kill ich mich. Ich heil mich eben. Bin ready, kannst du auch editieren? Okay. Er hat mich getötet. Ich hab auch.
Ich glaube, deine Leiche hat mich blockiert. Ich konnte nichts tun. Einfach, er hat von oben reingeschossen. Ich gehe einfach down wie so ein Mülleimer. Aha. Ich wette, Basti ist jetzt echt nur aufgegangen, um sich die Live-Übertragung da anzuschauen. So schlecht, ja, Digga. So traurig, Junge, ganz ehrlich. Ich dachte, wir wollen die neue Waffe zeigen. Ja, wollten wir eigentlich auch, aber ich hab keinen Bock nochmal zu zocken. So viele Schwitzer. Ah, ja. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Der Struggle, wenn man 20 Skins hat, 10.000 Skins hat. Ich muss dir gleich mal was zeigen. Okay. Aber eigentlich dürftest du das nicht im Stream zeigen, aber wir müssen an einen ruhigen Ort gehen, okay? Wo nicht so viele Gegner sind, weil ich muss einen Tanz raussuchen. Hm. Ah ja. Weil der ist wahrscheinlich irgendwo 2 Kilometer hinten in meinem Schrank, also in meinem Spind, oder wie auch immer. Basti schnell was schicken, einen Moment. Komm Leute, jeder der jetzt mal noch mal anders schickt man High in Shit. Aber bitte nicht, der sonst aber bitte nicht töten, ne? So, was ist los? Ich bin jetzt wieder da. Einen Moment. So. Ich hab deinen Zuschauern jetzt mal gesagt, jeder der noch da ist, soll ein High in Shit schreiben. Ja, dann sollen sie tun, ja. Hört auf Keanu. King hier. Basitox kann einpacken. Klar. Du eröffnest deinen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Der Real Killer. Wenn du auf meinen Account gehst, habe ich ein Video hochgeladen. Also. Ein einziges. Ich habe 34 Aufrufe. Ich hatte noch keine Zeit zu gucken. Also ich habe auch noch nicht, ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen. Muss ich ehrlich sagen. Digga, ich lande jetzt hier, wie dumm. Das ging Artikel 13. Mhm. Danke. Bitte. Wow, du bist der Einzige, der zu mir das Gesundheit gesagt hat, weil alle denken, dass ich niese. Dass ich huste, meine ich. Simon hat auch Gesundheit gesagt. Ja, danke. Das war doch kein Husten, so. Digga. Also, das hat man gehört, dass das niese ist. Und jeder sagt zu Gesundheit. Ja. Ich find's immer voll dumm. Wenn Leute husten, fühle ich mich voll schlecht, weil eigentlich will ich irgendwas sagen, aber du kannst ja schlecht Hustheit sagen. Nee, weiß ich nicht. Irgendwas willst du sagen, aber es geht halt nicht. Aber dann müsste es ja auch eigentlich heißen, Genießheit. Genießheit, ich weiß schon. Es war klar, dass das jetzt kommt, aber keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, was ich da sagen soll. Findet nur einen Automaten Shotguns oder so. Der Kugel hat irgendwo eine. Aber mir ist ein Gegner. Bei mir ist jemand. Ja, der ist rumgekugelt. Nee, bei mir hier im Haus ist jemand. Ich bin da. Ich bin drin. Ich bin da. Ich rette dich. Er muss hochkommen oder so. Ich bin unten drin im Haus. Der ist hier irgendwo noch. Der ist draußen. Oh, Bruder, wieder kein Aim. Der ist draußen. Bei mir. Oh, ich hätte ihn so gerne mit Bogen gerade gekillt. Kein Aim. Oh, shit, der Aim. Oh, von meinem Haus drüben, im Norden. Hinter mir. Hab den bei Norden. Hier oben ist noch einer. Hi Simon, finish mal. Heil erstmal mich. Oder so. Nein, hier ist mein. Komm her. Hier mich mal. Oder hier. Ja, er ist unten drin, er ist auf die Luft gelaufen.
jetzt zu verkacken. Unter Druck kann ich gar nicht spielen. Oder andere. Ich revive dich erstmal, das ist besser. Gesünder für unseren Squad. Ja. Hi, also David ist da und Maxi ist da. Er kommt. Lauf, ich habe keine Metz mehr. Ach, Mann. Egal, wo wir hingehen, wir sterben einfach. So schlecht. Aha. Du machst hier ASMR-Action für uns, oder? Ich glaube, eine Runde spiele ich noch, dann mache ich nicht mehr. Ja, ich mache jetzt einen auf Basti. Ich bin tatsächlich müde. Ist nicht mal eine Lüge. Aber ich bin ja auch die ganze Zeit noch am Stream und muss entertainen. Die anderen müssen nur zocken. Na, okay, das ist nicht wirklich kein Unterschied, aber. Ich kann auch mal ein paar rein. Digga, wenn du. Übrigens, wenn du dich fragst, demnächst mal, wie wir überhaupt aussehen, du wirst uns die nächsten, ja doch, vielleicht haben wir in Ferienzeit aufzunehmen, oder Simon? Ja. Ja, weil wir demnächst also das 100 Abonnenten-Special aufnehmen. Ist ja schlecht, aber... Ja, bei mir ist auch eher Ende gut, weil ich fahre in der ersten Woche am Dienstag bis Montag, in der zweiten Woche in den Urlaub. Also von dem her. Keine Ahnung, irgendwann erste Woche. Ja, auf jeden Fall bin ich bis Montag, zweite Woche erstmal nicht da. So, das heißt, es wäre am besten wahrscheinlich, wir nehmen es in der zweiten Woche auf. Wahrscheinlich kann Basti dann wieder nicht. Aber da nehmen wir das 100 Abonnenten-Special auf. Und da sieht man mich, Marco und Eli zum ersten Mal. Und Basti und Simon kennt man ja schon aus Real Life. Die hat man ja schon in anderen Videos gesehen. Aber mich, Eli und Marco sieht man das erste Mal. Ja, genau. Ja, genau. Ein spannender Hase. So, ja, Paradise, genau. Bruder. Hä, warum habt ihr beide den Namen? Das geht doch nicht. Doch, hab doch gesagt, ich bin nicht bei Epic, bei Epic angemeldet und er schon. Ja, ja, deswegen geht das. Ich hab mich über. Sonst dürfte ich mich ja auch nicht über PlayStation so nennen können. Weil ich habe mich auf Playsia quasi umbenannt, als neulich dieses Update endlich mal kam nach 300 Jahren. Und dann habe ich mich gleich umbenannt und ja. Aber kann man sich denn nochmal umbenennen? Nein, das, also schon, aber es kostet Geld. Traurig. Irgendwie ein bisschen minderwertig. Ich weiß nicht, ob das wirklich so aufwendig für Sony ist, dass sie, wenn sich Leute umbenennen, aber ich glaube nicht, dass das so aufwendig für die ist. Ich meine, ja, Xbox hat es auch geschafft. Wenn komplett dumm das programmiert haben, dann war das überhaupt kein Aufwand. Ja, aber Xbox hat es auch geschafft, meine ich. Deswegen zum Beispiel. Also wenn die kompetente Mitarbeiter haben, dann wäre es kein... Also Xbox, bei Xbox gibt es halt nicht... das Ding ist, bei PlayStation hatte man bisher den Namen, war das die Spieler-ID. Das heißt, wenn man jetzt seinen Namen ändern konnte, hätte man einfach... Ja, super, mein Gegner. Ja, kann ich machen. Hätte man einfach Verstößen entgehen können. Bei Xbox hat man eine Xbox-ID, die jedem Spieler quasi fest zugeordnet ist. Deswegen konnte man auch seinen Namen ändern. Aber, ja. So. Was macht ihr denn jetzt da? Simon noch am Leben. Ich mache jetzt wie Caster. Oh. So, er farmt jetzt hier. Schieß ihn runter. Er ist richtig weit. Er überlegt taktisch, was er macht. Sieht den Gegner nicht. Er schleicht sich an. Wie ein wendiger Dachs. Ah ja. Ja. Ah, gut. Ja. Player Alt F4, bester Name. So. Ich habe gesagt, ich bin nach der Runde raus. Anders halte ich mich auch tatsächlich.
Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Danke an alle, die dabei waren. Danke für den Support. Auch danke nochmal an Keanu, dass du jetzt noch mitgestreamt hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.